So, weiter geht's mit dem ersten Fall des Apollo Justice. Wir haben einiges erfahren. Unser Mandant ist ein gewisser Phoenix Wright, ehemaliger Staranwalt und seit 7 Jahren nicht mehr. Seit 7 Jahren arbeitet er als Barpianist, aber das nur als Fassade. Denn in Wahrheit ist er professioneller Pokerspieler, der in 7 Jahren noch nie verloren hat. Und Phoenix Wright behauptet, eine Tochter zu haben. Diese Tochter ist Hat Girl. Und wenn ich mich an die Bilder am Anfang erinnere, ist Hat Girl unsere neue Assistentin. Ist sie wirklich die Tochter von Phoenix Wright? Oder was hat es wirklich mit ihr auf sich? Und was hat Phoenix Wright vor 7 Jahren vor Gericht getan? Auch das bleibt erstmal noch ein Geheimnis. Aber lösen wir erstmal den Fall von jetzt. Das, was vor 7 Jahren passiert ist, erfahren wir bestimmt in einem späteren Fall. Möchtest du mit der nächsten Episode fortfahren? Ja. April 20, 12:14 Uhr. Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Das Gericht tritt wieder zusammen. Hat sich unsere Zeugin Miss Olga Orly erholt? Ja, euer Herrn. Nun, sie ist zumindest wieder bei Bewusstsein. Wäre es dann möglich, ihre Version der Geschichte noch einmal zu hören? Nun, sie ist ziemlich erschöpft, wissen Sie? Sie sehen selbst ein wenig erschöpft aus, Mr. Payne. Leider ist Erschöpfung kein Grund für die Verweigerung einer Aussage oder Anklage. Die Verteidigung würde Miss Orly gerne in den Zeugenstand rufen. Na schön, die Zeugin bitte in den Zeugenstand. Würden Sie bitte Ihren Namen und Beruf wiederholen? Sie geben es besser zu, eine lausige Lügnerin und eine noch lausigere Verliererin zu sein. Niet. Ich bin Olga Orly. Das ist die Wahrheit. Ich bin eine professionelle Kartengeberin. Wow. Man nennt mich Olga Flinkfinger Orly. Ach, wirklich? Wollen Sie noch was wissen? Ich komme nicht aus Russland und mein Nachname spricht man Orly aus. Das ist die Wahrheit. Ich hoffe, jetzt sind Sie zufrieden. Zeugen! Sagen Sie dem Gericht auf der Stelle, was Sie in der Nacht vorhatten. Na gut, ich rede. Wir hatten einen Plan, verstanden? Ich erinnere Sie daran, dass Sie unter Eid stehen. Noch so ein Lügengespinst. Und es gibt ernsthafte Konsequenzen. Na gut. Ich sagte ja, ich bin Profi. Dieser Typ, Smith, hat mich deswegen engagiert. Ich war bereits einige Tage vor jener Nacht im Borscht-Pott vor Ort. Als Bedienung. Sie steckten mit dem Opfer also unter einer Decke. Er brauchte mich gar nicht. Smith ist in gewissen Kreisen als Pokerspieler berüchtigt. Aber es ging in diesem Spiel nicht nur ums Gewinnen. Es ging darum, eine Legende zu vernichten. Den unschlagbaren Phoenix Wright. Der Plan war einfach, richtig elegant. Wir haben ihm eine Art Falle gestellt. Ich musste Mr. Wright vorher lediglich eine Karte in seine Tasche schmuggeln. Und dann die restlichen Karten während des Spiels ausgeben. Nach der Partie wollte Smith Mr. Wright beschuldigen und durchsuchen.
Dann hätte er die versteckte Karte entdeckt. Und die Falle hätte zugeschnappt. Oh, ich liebe dieses Feature. Ich liebe es sehr. Es macht meinen Job so viel einfacher. Können wir mal kurz festhalten, dass Phoenix Wright halt einfach seine Frisur in der Mütze hat. Sie haben die Karten vertauscht. Als Betrüger entlarvt man auch noch verloren. Was für ein großartiger Doppelerfolg. Das hätte das Ende einer Legende bedeutet. In der Tat. Beim Betrügen erwischt zu werden, hätte seine früheren Erfolge in Frage gestellt. Legendäre 7 Jahre, vernichtet von einer kleinen Karte. Das war der Plan. War er das, Orly? Wie putzig. Aber Sie scheinen einen großen Fehler gemacht zu haben. Ein Fehler? Ja, die Falle war elegant. Aber was ist aus der falschen Karte geworden? Hey, das stimmt. Er hatte Glück. So viel steht fest. Aber das braucht man, um einer Falle von Olga Flinkfinger Orly zu entkommen. Ach, wirklich? Die Zeugin wäre weitaus süßer ohne diesen bösartigen Verschwörungstrick. Süß? Wer will schon süß sein? Ich bin nicht süß, sondern böse. Hören Sie? Böse! Wenn Sie sich wieder beruhigt haben, könnten Sie dann bitte vor Gericht aussagen? Berichten Sie uns von dieser Falle und wie sie zuschnappte. Zeugenaussage. Die besten Fallen. In dieser Nacht brachte ich die Karte wie geplant ins Spiel. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt, wie geplant. Dann durchsuchte Smith ihn. Aber die Karte war futsch. Die Falle hatte versagt. Dann griff sich Wright auf einmal die Flasche und schlug zu. Ich habe Smith nicht ermordet. Diese nichtsnutzigen Betrüger von einem Angeklagten war's. Überraschend ehrlich, diese Aussage. Sie bringt aber kein Licht ins Dunkel. Die Falle war einfach perfekt. Hätte dieser lausige Betrüger nicht alles vermasselt. Ach, und was sind Sie? Nun, die Aussage gehört Ihnen, Mr. Justice, wenn Sie damit was anfangen können. Bei solchen Zeugen braucht man keine Verbrecher mehr. Und bei Angeklagten wie Mr. Wright braucht man keine Staatsanwälte mehr. Ja, ich wäre auch sauer auf Wright. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, der Zeugenstand hat sich verändert. Der ist ja jetzt offen. Man sieht den Zeugen dahinter. In dieser Nacht brachte ich die Karten wie geplant ins Spiel. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt wie geplant. Achso, halt, ich muss ja. Moment mal! Diese falsche Karte. Was war das für eine Karte? Die Trumpfkarte. Die Herz 5. Das ist doch keine Trumpfkarte. Lassen Sie mich raten. Um ein Full House zu bekommen, hätte er die 5 gegen ein Ass tauschen müssen. Das wollten Sie ihm doch vorwerfen, um seine Legende zu zerstören. Ich habe sie in Wrights Tasche geschmuggelt. Und wann war das? Na, vor dem Spiel natürlich. Beim Essen. Aber diese 5 ist ja absolut nutzlos. Im Borscht-Pott servieren wir Borscht und Lutscher. Erinnern Sie mich daran, nie dort vorbeizuschauen. Der große Auftritt der Karte sollte während des Spiels kommen.
Wie ein guter Bosch muss auch ein guter Plan einige Zeit köcheln. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt, wie geplant. Dann durchsuchte Smith ihn. Oh, natürlich. Man würde ja unterstellen, dass er die 5 ausgetauscht hat. Ah, jetzt verstehe ich das mit der 5. Okay. Moment mal! Es lief also alles nach Plan? Genau. Das 5. Ass kam und so lief der Austausch problemlos über die Bühne. Und wäre die zusätzliche Karte in seiner Tasche gefunden worden, wäre Wright für immer als Betrüger und Schwindler gebrannt wäre Wright für immer als Betrüger und Schwindler gebrandmarkt worden. Wäre Wright für immer als Betrüger und Schwindler gebrandmarkt gewesen? Es gibt sicherlich schlimmere Dinge, für die man berüchtigt sein kann. Sagen Sie uns, wie das mit der Durchsuchung war. Aber die Karte war futsch. Die Falle hatte versagt. Moment mal! Die Karte war verschwunden? Ja. Meine Trumpfkarte, die Herz 5. Weg. Spurlos. Puff. Zip. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Selbst seinen süßen kleinen Hut haben wir umgekrempelt. Aber die Karte war nirgends zu finden, richtig? Noch nie in ihrer lang legendären Karriere. Noch nie wurde Flinkfinger Orly derartig übertölpelt. So ist das. Und was war nun mit der Herz 5? Sehen Sie mich nicht so an? Fragen Sie diesen infamen Lügner von einem Angeklagten. Die Herz 5 wird also noch immer vermisst. Ich will nochmal was gucken. Haben wir eigentlich... Ach, verdammt, ich komme jetzt ja nicht mehr in die Profile. Ich wollte mir nämlich die Profile nochmal angucken. Wegen Wrights Tochter. Dann griff sich Wright auf einmal die Flasche und schlug zu. Moment mal! Moment. Ist das nicht etwas seltsam? Was ist seltsam? Sie haben Mr. Wright, gründlich durchsucht und nichts gefunden? Er hat also nicht betrogen. Demnach hat er keinen Grund, das Opfer zu erschlagen. Nun? Was war das denn? Was war das denn eben? Ich hab was gespürt. Ich kenne diesen Effekt. Das ist eine psychische Blockade. Oder sowas ähnliches. Oh. Guten Abend, Cleo. Ah, die neue Fähigkeit. Die ist so gut. Na, mal gucken. Alles in Ordnung, Mr. Justice. Nichts, euer Ehren. Aber ich hätte schwören können, dass das eine neue Fähigkeit eher für außerhalb des Gerichtssaals ist, halt wie die psychischen Blockaden. Ja, kam erst dazu, war noch am Schaffen. Alles gut, alles gut. Es ist ja Feiertag. Ich frage mich gerade, Phoenix Wright wusste ja von seiner Fähigkeit. Woher? Wer ist Apollo Justice? Wer ist Phoenix Wright? Wer ist sein... Oh, so viele Fragen. Ich bin so gespannt, wo die Reise hingeht. Nichts, euer Ehren. Was jetzt? Soll ich noch weiter nachhaken? Miss Orly, Sie verbergen etwas. Wovon reden Sie da? Sie... Oh mein Gott, sie wird die Kamera kaputt machen am Ende. Ich? Flinkfinger Orly? Einspruch! Die Verteidigung wird haltlose Anschuldigungen sofort unterlassen. Ich habe eine Frage an die Zeugen. Sie sagen, Sie hätten gesehen, dass der Angeklagte das Opfer geschlagen hat. Stimmt das? Natürlich, stimmt das? Ich hab's gesehen, ehrlich. Ich habe gesehen, wie Mr. Wright zugeschlagen hat.
Ich liebe, dass es halt so ein Herzschlagding ist. Ich habe gesehen, wie Mr. Wright zugeschlagen hat. Mit meinen eigenen Augen. Was sind das für seltsame Schwingungen, die ich da empfange? Zum Beispiel die Zeugin, Miss Orley. Sie hat die Eigenart, sich während ihrer Aussage am Nacken zu berühren. Hast du das bemerkt? Am Nacken berühren, oder? Naja, das ist mehr das Ohr, vielleicht der Hinterkopf, der Nacken ist weiter unten, aber geschenkt. Was? Wow. Was ist nur los? Sie hält sich am Ohr fest, weil sie jemanden hören muss. Boah, ich liebe das mit dem Auge. Was? Oh, ich liebe diese Fähigkeit. Ich liebe, dass man das hier machen kann. Wir haben jetzt wirklich... Ich habe einfach die perfekte Möglichkeit, Screenshots zu machen. Und Apollo Justice hat scheinbar einen Sharingan. Keine Ahnung. Diese Wahrnehmung. Sie wird so deutlich. Da. Sie berührt sich. Es ist so offensichtlich. Irgendwie sehe ich ihre Eigenart jetzt so deutlich. Und vorher nicht. Sehen. Was? Ich kann sehen? Was? Okay, was? Ich habe jetzt nicht mehr darauf geachtet, was da gerade stand. Miss Orley, vielleicht haben Sie es selbst noch nicht bemerkt. Was nicht bemerkt? Immer wenn Sie einen bestimmten Punkt Ihrer Aussage erreichen. Oh mein Gott, das ist eigentlich so... Für Phoenix Wright ist das eine... Also für die Phoenix Wright-Reihe ist das eigentlich so eine clevere Idee. Weil die hatten ja alle immer merkwürdige Animationen an bestimmten Punkten, wo sie nervös wurden. Und dass man das jetzt als Gameplay-Mechanik einbaut, ist eigentlich genial. Immer wenn Sie einen bestimmten Punkt Ihrer Aussage erreichen, wandert Ihre linke Hand in Ihren Nacken. Mein Nacken? Na und? Sie hat recht, Justice. Ich habe nichts dergleichen bemerkt. Wenn sie diesen Teil ihrer Aussage macht, scheint sie sich an etwas zu erinnern. Ihr Körper reagiert auf die Erinnerung und sie fasst sich an den Nacken. Da bin ich ganz sicher. Eine Erinnerung? Würde sich jemand die Mühe machen und dieses Gefasel erklären? Das ist höchst ungewöhnlich, aber fragen wir doch die Verteidigung. Sie behaupten, die Zeugin erinnere sich an etwas. Vielleicht können Sie uns ja einen Beweis für diese Erinnerung zeigen. Ihre Eigenart ist, sich am Nacken zu kratzen, wenn sie über das Verbrechen redet. Denkt nach. Was erinnert sie am meisten an den Moment des Verbrechens? Miss Orley, Sie kratzen sich am Nacken, wenn Sie über das Verbrechen reden. Es passiert, sobald Sie an den Moment des Verbrechens denken müssen. Dafür muss es einen Grund geben. Ich glaube, die Waffe, die einen besonderen Eindruck hinterlassen hat, ist... Die Waffe? Wir haben nur eine Waffe. Hä? Wir haben nur eine Waffe. Immer wenn sie über den Moment des Verbrechens spricht, fasst sie sich an den Nacken. Und was erinnert uns mehr an diesen Moment als die Flasche, die Mordwaffe? Aber irgendwas passt da nicht zusammen. Wenn sie nur die Zeugen des Verbrechens wären, warum sollten sie sich dann an den Nacken fassen, als würde er wehtun? Wovon redet er jetzt? Mr. Smith, das Opfer wurde getroffen, nicht sie. Hm. Einspruch!
Dies ist ein Kreuzverhör, kein Kreuz- und Querverhör. Die Eigenart der Zeugen, die sind hier völlig irrelevant. Justice, ich muss zugeben, ich bin selbst etwas verwirrt. Dies ist wahrlich ein einzigartiges Kreuzverhör. Ich erkläre das später. Vertrauen Sie mir. Wir haben Sie fast soweit. Miss Orley, ich bitte Sie um eine detaillierte Aussage über den Moment des Verbrechens. Nicht, nicht. Ich darüber nichts wissen. Will sie uns verarschen? Wir wissen bereits, dass sie nicht aus Russland sind. Die Zeugin wird jetzt auf der Stelle aussagen! Ich liebe diese Team Rocket-Verwandlung. Pah! Na gut! Er war es. Ich habe ihn nicht aus den Augen gelassen, bis die Polizei gekommen ist. Das macht keinen Sinn. Sie sehen nervös aus. Stehen Sie mal hier oben. Ihre Augen glänzen. Ich komme der Sache näher. Augen glänzen immer, Apollo. Sagen Sie mir, wie hat sich der Angeklagte nach dem Verbrechen verhalten? Also ich weiß immer noch nicht, ist dieses Erkennen, das scheint eine Sache zu sein, die das Spiel selber macht? Weil ich habe ja jetzt zumindest keinen Knopf dafür. Nun, es wirkt wie von der Last seiner Tat gelähmt. Er saß wie weggetreten am Tisch, bis die Polizei kam. Äußerst faszinierend. Ich bin der Meinung, dass du keine weiteren Informationen aus der Zeugin herausbekommst. Was hältst du eigentlich von ihrer Aussage? Ich sage Ihnen, was ich davon halte. Ihre Aussage ist fehlerhaft. Ist die reinste Lüge. Sie widerspricht den Beweisen. Wie bitte? Nun, zeigen Sie uns diesen Beweis, Mr. Justice. Den Beweis, der Ihrer Ansicht nach der Aussage widerspricht. Sie hat ihn nicht aus den Augen gelassen, bis die Polizei kam. Ich weiß, dass es einen Beweis gibt, der Ihre Aussage widerspricht. Das war nur wegen Tutorial. Später musst du diese Stellen selbst finden. Ah, okay. Ich war mir halt nicht sicher. Das ist halt die... So, hier, das Handy. Mit diesem Handy rief der Angeklagte vom Erdgeschoss des Restaurants aus die Polizei. Nimm das! Miss Orley, wir haben hier eine Aufnahme, die Ihre Aussage eindeutig widerspricht. Wie Sie sehen können, wurde die Polizei durch den Anruf des Angeklagten alarmiert. Und wir wissen, dass der Angeklagte den Raum verließ, die Treppe hinaufging und vom Erdgeschoss des Borschtspots aus jenen Anruf tätigte. Oh, das ist so geil. Ich kann alle Posen... Oh, perfekt. Nun, erklären Sie bitte, wie Sie den Angeklagten im Auge behalten können, nachdem er das Zimmer verlassen hatte. Oh mein Gott. Das war super. Ganz besondere Selfies. Der Mann, der die Flasche genommen und zugeschlagen hat, war nicht der Angeklagte. Hose runter. Betrug! Durchsuch seine Taschen! Sie ist weg! Die Karte ist weg! Sie haben verloren. Oh.
Genau da packte Smith die Flasche, die neben Wright stand. Und er zog mir damit kräftig eins über. Was? Ich sag doch, diese Funktion ist richtig gut, dass man die Texte ausblenden kann. Hast du das gesagt? Okay, hatte ich schon wieder vergessen. Aber ja, die ist richtig gut. Die ist halt wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Sie, Falschspieler, ich hab sie entlarvt! Als ich zu mir kam, war das Opfer bereits tot. Nicht... War das Opfer bereits tot, nicht wahr? Deshalb konnte ich nicht verraten, wer ich in Wirklichkeit bin. Hätten sie von meinem Komplott mit Smith erfahren, wäre ich sicher verdächtigt worden. Nun, wo führt uns das hin? Wahnsinn! Der blanke Wahnsinn! Ich träume wohl! Wahrscheinlich wurde ich von der Flasche getroffen und träume das jetzt alles nur. Der Staatsanwalt ist wohl mit seiner Weisheit am Ende. Ich kann es ihm nicht verübeln. Er ist sehr schlicht. Mr. Gavin, was halten Sie von dieser neuen Wende der Ereignisse? Mr. Gavin? Als Verteidigung in diesem Fall bin ich der Meinung, dass wir uns gezwungen sehen, Miss Orley als ungeheure Lügnerin zu bezeichnen. Was? In der Mordnacht befanden sich drei Personen im Raum. Der Angeklagte, das Opfer und sie. Und sie hat ein Motiv. Ein Motiv? Ihr Komplott wurde vereitelt. Die Zeugin hatte Streit mit dem Auftraggeber Mr. Smith. Und das Resultat dieses Disputs war Mord. Was? Ich habe nicht... Ich bin keine Mörderin! Ist das eine Falle? Jemand versucht, mich reinzulegen! Was doch für ein verstricktes Netz entsteht, wenn man anfängt, Lügen zu spinnen. So verstrickt, dass man schließlich selbst darin hängen bleibt. Mr. Wright! So eine überhastete Schlussfolgerung. Sieht dir gar nicht ähnlich, Christoph Gavin. Was sagst du da? Oh Gott. Okay, ich habe ja schon vermutet, dass unser Mentor stirbt. So wie unsere letzte Mentorin. Weil wir ja Headgirl als Assistentin scheinbar haben, wenn ich den Bildern am Anfang vertrauen kann. Aber könnte es vielleicht sein, dass Gavin einen Mord begangen hat? Könnte es sein, dass Gavin unser Mörder ist? Ist es das, weshalb Phoenix Wright hier so ein Spielchen spielt? Was sagst du da? Warum nicht auch die andere Möglichkeit in Betracht ziehen? Dass sich zum Zeitpunkt des Mordes eine weitere Person im Zimmer befand? Richtig. Wie es Mr. Wright vor der Unterbrechung gesagt hat. Nach dem Mord wurde eine einzelne Karte im Blatt des Opfers vertauscht. Und derjenige, der die Karte vertauschte, wusste nichts von den beiden Farben der Karten. Eine vierte Person. Einspruch! Ah, schon wieder diese Theorie. Ihre vierte Person existiert doch gar nicht. Richtig. Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschieden, den Fall vor Gericht zu bringen. Denn hier sind Flucht und Betrug möglich. Der perfekte Ort also, den wahren Täter zu verführen. Den wahren Täter? Und wir haben Glück. Es gibt einen Beweis, der uns zum wahren Täter führt. Wir haben ihn gleich zu Beginn des Prozesses erhalten. Was? Apollo, vielleicht weißt du, wovon ich rede. Tut mir leid. Erinnere ich daran, was ich gesagt habe. Die vierte Person, die die Karten vertauschte,
hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er oder sie achtete nicht auf die Farben der Kartenrücken. Na, der Einzige, der die Farbenkartenrücken erwähnt hat, ist leider Gavin, der von blauen Karten gesprochen hat am Anfang. Richtig. Aber wie konnte ein so entscheidender Fehler passieren? Die Karten, die im letzten Spiel benutzt wurden, waren rot. Allerdings gibt es eine Person hier, in diesem Gericht, die dachte, diese Karten wären blau gewesen. Ja, dieser Meinung war ich auch, aber warum? Nun, Apollo, kannst du dir denken, wen ich meine? Ich war's nicht, okay? Klar. Wer ist diese vierte Person? Warum werde ich immer so in Verlegenheit gebracht? Hören wir also, was die Verteidigung zu sagen hat. Wer ist es gewesen? Wer war der Meinung, dass die im letzten Spiel benutzten Karten blau sind? Oh, Phoenix Wrights Tochter ist nicht hier. Übrigens, Phoenix Wright ist immer noch jünger als ich. Ein Jahr jünger. Phoenix Wright ist zwar fast so alt wie ich, aber nur fast. Also, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich glaube, Phoenix Wright müsste rechnerisch älter sein als ich, weil er war, als das Spiel rauskam, ja 33 und ich bin jetzt 34. Aber trotzdem. So, Olga Orly, 21, eine Betrügerin. Nee, das muss ich immer in der Stimme des Anwalts machen. Olga Orly, eine Betrügerin, vom Opfer angeheuert, um Phoenix Wrights guten Ruf zu zerstören. Oh, das würde Sinn machen. Er war eifersüchtig. Wie ich es mir dachte. Deine Augen und Ohren sind so scharf wie deine Frisur. Hatte ich recht? Seine Tochter mag ich sehr. Ihre Animationen sind total süß. Ich bin immer noch skeptisch, dass es seine Tochter ist. Weil wer ist die Mutter? Vom Aussehen her könnten es dann eigentlich weder Maya noch Iris Hawthorne sein. Das irritiert mich, aber das wird noch aufgeklärt, ich bin mir sicher. Hatte ich recht? Außer es ist eine Adoptivtochter, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Christoph Gavin, du warst die vierte Person in jener Nacht. Aber natürlich kennt Mr. Gavin die Farben der Karten. Woher denn? Wie du sehen kannst, ist das Foto vom Tatort schwarz-weiß. Man kann nicht sehen, welche Karten blau sind. Die auf dem Tisch, die auf dem Boden oder die auf dem Tisch? Aber sehen Sie, man kann die Farben auf diesem Foto erkennen. Aber als er sagte, dass die Karten blau gewesen seien, war das lange bevor dieser Beweis ans Licht kam. Es stimmt, dass der Angeklagte mit dem Opfer eine Partie Poker spielte. Das war aber auch alles. Einfach nur ein Spiel. Ein Duell. Euer Ehren. Ein Duell? Ja. Ein Kräftemessen des Verstandes, ein stiller Kampf der Leidenschaften. Nur die Karten ihrer Rücken, in blauen Flammen gehüllt, kannten den Ausgang. Nun, Christoph? Mr. Gavin? Mr. Gavin! Ist das wahr? Nein, nichts. Ich bitte um Entschuldigung, das kam so unerwartet. Right. Sie beschuldigen mich doch nicht etwa ernsthaft, oder? Oh, Christoph. Sie wissen doch, dass selbst ich keinen meiner Scherze so weit treiben würde. Einspruch! Das geht weit über lächerlich, sogar über dumm hinaus. Das ist der blanke Wahnsinn. Der Angeklagte zeigt sich seinem Strafverteidigung des Mordes. Ich versichere Ihnen, ich bin zurechnungsfähig.
Aber welche Verbindung könnte es zwischen Mr. Gavin und dem Opfer gegeben haben? Mir war auch nicht bewusst, dass ich eine Verbindung mit Mr. Smith hatte. Mir war auch nicht bewusst, dass ich eine Verbindung mit Mr. Smith hatte. Ja, aber Mr. Gavin und das Opfer sind sich niemals begegnet. Und was ist, wenn doch? Hä? Immerhin ist es eine Möglichkeit. Sie könnten sich vor dem Spiel begegnet sein. Was wollen Sie damit andeuten? Ist das die Wahrheit, von der Mr. Wright nichts sagte? Mir bleibt nur eins. Mr. Wright, die Verteidigung möchte beantragen... Einspruch. Die Verteidigung möchte nichts dergleichen beantragen. Mr. Gavin. Zeugenaussagen müssen mit dem Fall in Verbindung stehen. Wie kann etwas, das vor dem Pokerspiel passierte, damit in Verbindung stehen? Ja, natürlich kann das in Verbindung stehen. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Mr. Gavin. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Verteidigung der Meinung, dass Miss Orley... Ich nehme an, Sie sprechen hier für Mr. Justice? Er ist die Verteidigung, nicht Sie. Ha! Mr. Justice, die Entscheidung bezüglich Mr. Wrights Aussage liegt ganz bei Ihnen. Oh, okay. Sollte das Gericht Ihrer Meinung nach Mr. Wrights Aussage hören? Nicht nötig. Der Typ ist schuldig wie die Nacht. Nein. Lass ihn mal reden. Das war Mr. Wrights Strategie. Er hatte das von Anfang an geplant. Und ich versuche, das alles zu durchblicken. Die Verteidigung beantragt, dass Mr. Wright vor Gericht aussagt. Und du, Justice, würdest du mich, deinen Mentor, verraten? Tut mir leid, Mr. Gavin. Es geht hier nicht um Loyalität, sondern um die Wahrheit. Gut. Würde der Angeklagte, Mr. Wright, nun bitte in den Zeugenstand treten? Vor allem, ich bin immer noch schockiert, dass wir hier schon Phoenix Wright kennenlernen, wiedersehen. Ich hätte gedacht, wir treffen ihn am Ende vom Spiel. Appetit vor dem Mord. An jenem Abend waren Christoph und ich essen. Wir saßen an dem Tisch auf dem Foto. Als Shady Smith hereinkam, war Christoph gerade 5 Minuten vorher gegangen. Als die Falle nicht funktionierte, schlug Smith die Kellnerin. Sie sank in sich zusammen und Smith war außer sich. Ich ging raus, um die Polizei zu rufen. Als ich zurückkam, war er tot und Blut lief ihm aus einer Wunde in der Stirn. Als ich das sah, machte ich noch einen Anruf. Ich rief Strafverteidiger Gavin an. Eine merkwürdige Reihenfolge. Mr. Gavin! Sie befanden sich in der Mordnacht im Borschtspott? Wir gehen häufig zusammen essen. Und er telefonierte unmittelbar nach dem Mord mit dem Angeklagten. Ich war gegen meinen Willen in einen Mord verwickelt worden. Ich dachte mir, dass ich einen Anwalt brauchen könnte, also rief ich ihn an. Das hatten Sie von Anfang an geplant, nicht wahr, Wright? Nur weil Sie mich in Ihren kleinen Mordprozess mit hineinziehen wollten. Das Einzige, was ich möchte, ist die Wahrheit. Wie damals schon. Und jetzt auch. Ich dachte, meine Kanzlei würde Ihnen einen Gefallen tun, den Fall anzunehmen. Anscheinend habe ich mich geirrt. Nun gut. Die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Justice. Ja? Er lügt. Und du wirst ihn entlarven. Verstanden, Mr. Gavin. Gavin gegen Wright.
Das kann nicht gut enden. Warum kann ich nicht einen normalen Prozess haben? Das ist ein erster Prozess. Wobei, dann kann ich das betonen. Warum kann ich nicht einen normalen Prozess haben? Ja, das macht mehr Sinn. So, nochmal hier. Ich liebe diese Gefahrmusik, die gerade läuft. Die zeigt wirklich, dass man in der Zwickmühle steckt. Ich habe das gar nicht als Gefahrenmusik erkannt, ehrlich gesagt. Oder ein plötzlicher Plot-Twist enthüllt wurde. Der erste Text ist eins drüber. Der erste Text ist eins drüber. Hä? Ich kann gar nicht folgen. Aber wird seine Richtigkeit haben, wenn ich mir das angucken würde. Gut. Appetit vor dem Mord. Ja, manchmal überliest du den ersten Text. Ich überlese ihn? Oh! Okay. Gut, dann muss ich da... Dann muss ich da besser drauf achten. Ja, aber gut, das passiert manchmal im Affekt. So. An jenem Abend waren Christoph und ich essen. Wir saßen an dem Tisch auf dem Foto. Moment mal! Sie aßen mit Mr. Gavin zu Abend? Ja. Er ist häufig mit mir im Borschtspot zu Abend. Wir genossen unser gewohntes Abendessen am gewohnten Platz. So wie immer. Gewohnt? Ich sitze beim Essen immer auf dem Stuhl, der dem Klavier am nächsten steht. Ich verstehe. Dort, wo Mr. Smith saß. Also stammt der Teller und dergleichen von Ihrem Abendessen? In der Tat. Die Überreste mit meiner Mahlzeit mit Christoph. Wir haben 2 Stunden lang gegessen und dann ist er gegangen. Danach... Als Shady Smith hereinkam, war Christoph gerade 5 Minuten vorher gegangen. Moment mal! 5 Minuten? Also hätte sich die beiden in dieser Zeit am Restaurant begegnen können? Das wäre in der Tat eine verhängnisvolle Begegnung gewesen. Einspruch! Einspruch! Oh, Mr. Wright. Was haben Sie gesagt? Christoph Gavin und Shady Smith können sich begegnet sein? Ich denke, das habe ich gesagt. Ich war die ganze Zeit über gespannt bezüglich dieses Treffens. Und jetzt hören wir, sie sind sich nur im Gang über den Weg gelaufen. Das erscheint mir sehr schwach als Vorwand für einen Mord. Oh, es würde genügen. Wenn das alles war, das wirklich geschehen ist. Kommen Sie, Mr. Wright. Verbergen Sie... Was verbergen Sie diesmal? Als die Falle nicht funktionierte, schlug Mr. Smith die Kellnerin. Moment mal! Was diese fehlgeschlagene Falle angeht, handelt es sich um dieselbe Falle, die Miss Olga Orley erwähnt hatte? Der Plan war einfach, richtig elegant. Wir haben ihm eine Art Falle gestellt. Ich musste Mr. Wright vorher lediglich eine Karte in seine Tasche schmuggeln. Und dann die restlichen Karten während des Spiels ausgeben. Nach der Partie wollte Smith Mr. Wright beschuldigen und durchsuchen. Dann hätte er die versteckte Karte entdeckt und die Falle wäre zugeschnappt. Sie haben die Karten vertauscht. Das hätte das Ende einer Legende bedeutet. Ja, eigentlich ein harmloser Streich. Durch eine Laune des Schicksals habe ich sie entdeckt. Eine Laune? Ich habe zufällig mit der Hand in die Tasche gegriffen und die Karte gefunden. Die Karte, die sie dort versteckt hatte? Ja, ich habe sie flüchtig angesehen und erkannt, dass es die Herz 5 war. Ich habe mir gedacht, es wird was passieren.
und die Karte entsorgt. Vor dem Spiel. Entsorgt? Wo denn? Neben meinem Stuhl war eine Flasche Traubensaft, die ich ausgetrunken hatte. Ich habe die Karte in die Flasche gesteckt. Eine leere Flasche Traubensaft? Die Mordwaffe? Ja. Ich steckte sie eingerollt hinein. Sie war durch das farbige Glas schwer zu sehen. Moment, was? Ist da wirklich was? Nee, das ist die Reflexion vom Glas. Ein geistiger Wettstreich zwischen Betrügern und Betrogenem. Das klingt ganz nach einem wundervollen Drama. Eine Karte in der Mordwaffe. Das ist seltsam. Hat die Polizei sie bei ihren Ermittlungen übersehen? Ich sollte mal nachsehen. Mr. Wright, der Poker King von Gerichtssaal Nummer 3 stimmt diesem Wettstreit zu. Bitte ergänzen Sie Ihre Aussage. Ich habe die Falle beim Spielen bemerkt und die Karte in die Flasche gesteckt. So, ich hatte eigentlich schon mal untersucht, dass sie leer ist. Die Flasche ist komplett leer. Gut, dann nehme ich mal an, wenn ich die einfach hier... Mr. Wright, darf ich? Ja. Ich habe die Flasche untersucht und keine Karte darin gefunden. Nein? Was ist, Mr. Wright? Sicher ist nicht alles, was Sie zu sagen haben. Ich kann nicht behaupten, dass ich weiß, was mit der Karte geschehen ist. Aber ich habe sie in die Flasche gesteckt. Huch. Womöglich hat eine fünfte Person sie rausgeholt. Und die sechste Person half ihr damit. Mr. Kevin! Mr. Wright ist Ihr Mandant! Ich bitte um Verzeihung, Euer Ehren. Ich werde auch nicht dulden, dass Sie unsere Ermittlungen verunglimpfen. Wir haben in die Flasche hineingesehen. Da war nichts. Also, was geht hier vor? Führt uns Mr. Wright wieder an der Nase herum? Oder ist die Karte einfach verschwunden? Fahren Sie bitte mit dem Kreuzfeuer fort! Ich fürchte, entscheidende Widersprüche verlangen entscheidende Beweise. Oh. Du musst mehr Druck auf ihn ausüben, Justice. Mach ihn fertig. Nur du und der Zeuge stehen im Ring. Schlag ihn K.O. Alter, ist dein Mandant. Und angeblich dein Freund. Wie kommt es, dass wir nicht mehr auf der Seite unseres Mandanten stehen? An jenem Abend waren Christoph und ich essen. Wir saßen an dem Tisch auf dem Foto. Sie sanken sich zusammen. Und Smith war außer sich. Ich ging raus, um die Polizei zu rufen. Sie haben die Polizei vom Erdgeschoss des Restaurants aus angerufen, richtig? Genau. Handys haben im Geheimzimmer keinen Empfang. Waren zu jenem Zeitpunkt noch weitere Personen im Erdgeschoss? Nein. Keine Menschenseele. Es war ja schließlich mitten in der Nacht. Also habe ich vom dunklen Restaurant aus die Polizei angerufen. Nach dem Anruf bin ich ins Geheimzimmer zurückgegangen. Es erschien mir nicht richtig, die verletzte Kellnerin allein zu lassen. Als ich zurückkam, war er tot und Blut lief ihm aus einer Wunde an seiner Stirn. Und als Sie zurückgekommen sind, war das Opfer bereits... tot. Ja. Ich muss zugeben, ich war ein wenig erschrocken, als ich zurückgekommen bin. Ein wenig?
Er blutete ja schließlich aus der Stirn. Ich wäre in so einer Situation sicherlich auch ganz aufgewühlt. Als ich das sah, machte ich noch einen Anruf. Ich rief Strafverteidiger Gavin an. Moment mal! Könnten Sie erklären, warum Sie Mr. Gavin angerufen haben? Ich war offensichtlich in eine durchaus heikle Angelegenheit geraten. Außerdem würde mir Christophs Anwaltskanzlei einen guten Freundschaftspreis machen. Ah, gut zu hören, dass Sie beabsichtigten zu zahlen. Oh, ich werde alles bezahlen, Christoph. Schließlich habe ich Sie in alles mit reingezogen. Der Preis für Ihre Verteidigung könnte ziemlich hoch sein, mein guter Freund. Ist das die Wahrheit, von der Mr. Wright gesprochen hat? Justice, du weißt, was du zu tun hast. Er lügt. Du musst ihn entlarven. Jetzt! Ja, Mr. Gavin. Ich muss nachdenken. Was möchte mir Mr. Wright mit dieser Aussage mitteilen? Die Wahrheit steckt dort irgendwo. So. Was haben wir für Kram? Moment. Mach ich ihn noch? Das macht keinen Sinn. Also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen pedantisch, aber hier steht halt nur der Anruf von der Polizei. Und außerdem hat er nicht gesagt, er geht nur mal hoch. Das heißt, er müsste von unten angerufen haben, wo kein Empfang ist. Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Oh, mein erster Fehler. Wirklich? Ich kann keinen Widerspruch entdecken. Sind Sie sicher? Sind Sie sicher? Einspruch abgelehnt! Denken Sie bitte erst nach, bevor Sie Anschuldigungen machen, Mr. Justice. Oh, der Balken verschwindet nicht. Interessant. Das lief nicht so gut. Was habe ich noch für Beweise? Ich habe das Pokerblatt, das bringt mir aber nichts mehr. Das Foto bringt mir auch nichts mehr. Dieses Foto auch nicht. Das Handy offensichtlich auch nichts. Moment. Das haut auch nicht hin. Weil auf dem ersten Tatortfoto hatte er den Hut auf, man sieht die Stirn gar nicht. Wobei ich das mit dem Handy cooler gefunden hätte. Mr. Wright, darf ich? Ja. Sehen Sie sich das Foto vom Tatort an. Sehen Sie das Opfer hier? Er trägt einen Hut. Ich denke nicht, dass Sie Blut auf seiner Stirn gesehen haben können. Guter Einwand.
Es ist nicht dieselbe Musik wie bei Phoenix Wright. Das war nicht die geile Musik, aber trotzdem okay. Justice. Wenn Sie das nächste Mal eine Ungereimtheit aufzeigen, dann bitte mit etwas mehr Elan. Mr. Wright! Können Sie das dem Gericht erklären? Ah, ich habe vergessen, etwas zu erwähnen. Ich war derjenige, der ihm den Hut aufgesetzt hat. Ich mag die Gefahrmusik. Ach, das meinst du mit Gefahrmusik? Nee, das ist halt einfach nur die Jetzt-geht's-los-Musik. Das ist halt dasselbe wie diese Action-Musik in Phoenix Wright. Diese dünn, 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 dünn. Nee, das ist Metal Gear. Sorry. Aber du weißt, welche Musik ich meine. Ich war derjenige, der ihm den Hut aufgesetzt hat. Hä? Sie haben dem Toten den Hut aufgesetzt? Jetzt geht's los, Musik kommt ja noch. Na, da bin ich gespannt. Er hatte ihn während des ganzen Pokerspiels auf. Als ich die Polizei gerufen hatte und wieder ins Zimmer kam, war sein Kopf entblößt. Kahl und glänzend. So wie auf dem Foto. Und? Ich habe den Hut vom Boden aufgehoben und auf seinen Kopf gesetzt. Warum haben Sie das getan? Alles, was ich dazu sagen kann, ist, es tut mir leid. Aber das war das Einzige, was ich am Tatort berührt habe. Also, hat ihn Miss Audley nicht gesehen? Mit ihnen meine ich, den Kopf des Opfers. Das würde erklären, warum sie gesagt hat, er wurde erwürgt. Ich denke nicht. Sie war völlig weggetreten. Ich denke, ich war der Einzige, der seinen Kopf gesehen hat. Ah, geht das schon wieder los? Mr. Gavin? Pardon. Es sieht ganz so aus, als wollte sich unser Mandant durch diesen Fall hindurchlügen. Hey, er ist immer noch unser Mandant, oder? Ich denke, wir haben genug davon gehört. Mr. Gavin? Die Aussage des Zeugen ist eher eine Travestie. Sie ist mit Lügen gespickt. Ich verstehe langsam, wie sie ihre Anwaltsmarke vor 7 Jahren verlieren konnten. Er hat sie verloren! Was ist passiert? Ich hab zumindest gedacht, er hat aus freien Stücken das Handtuch geworfen. Was ist passiert? Phoenix, was hast du getan? Nick! Nun, Sie haben eine einmalige Art, Ihren Mandanten zu bedrohen, Christoph. Das ist mir neu. Ich dachte, Sie hätten den ersten Stein geworfen. Ah, zu langsam. Obwohl, das habe ich... Egal. Mr. Wright! Mr. Wright! Das ist Ihre Chance, die Wahrheit über diesen Fall zu erzählen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe hier keine einzige Lüge erzählt. Aber du hast vorhin noch gesagt, du hast niemandem die Wahrheit gesagt. Hä? Jawohl, stimmt. Da gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Er hat einfach was verschwiegen. Hä? Ich habe die Falle bemerkt und die Karte in die Flasche gesteckt. Und dann habe ich dem Opfer den Hut auf den Kopf gesetzt. Alles aus einem Grund. Ein Grund? Dieser Grund befindet sich genau hier. Ich wusste, das Pflaster ist nicht nur einfach, um den Akku festzuhalten. Ihr Handy? In jener Nacht. Wie Sie wissen, sprach ich nach dem Anruf bei der Polizei mit Anwalt Gavin. Ich habe unser Gespräch vorsorglich aufgenommen. Was soll das? Da wir uns alle hier befinden, sehe ich keinen Grund, es nicht vor Gericht abzuspielen. Christoph, scheint, als hätte ich da ein kleines Problem. Was ist los? Läuft das Spiel nicht gut? So etwas in der Art.
Dieser Gentleman, der dich herausgefordert hat, ist der etwa gut? Er ist tot. Jemand hat ihm kräftig eine übergezogen. Du meinst wohl, jemand hat ihm seine makellose Glatze aus dem Knochenporzellan poliert? Du warst es doch nicht, oder? Ich? Ich bitte dich, die Polizei sollte jede Minute hier sein. Mein Schicksal liegt in deinen Händen. Sollte es darauf ankommen... Knochenporzellanplatte? Eine Art Porzellan. Sehr glatt und glänzend. Und nicht Platte, sondern Glatze. Ich glaube, er bezog sich auf die lichte Stirn eines gewissen Gentlemans. Das Gericht schätzt die Diskretion des Angeklagten bezüglich meiner Stirn. Moment! Sie haben eine Glatze? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sekunde. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Anruf. Also, nachdem Mr. Gavin mit Ihnen zu Abend gegessen hatte, verließ er den Borschtspott. Ziemlich wahrscheinlich. Wie konnte er es dann wissen? Wann hatte er denn diese Knochenporzellanglatze gesehen? Oh, richtig! Ja. Das war der Augenblick, in dem ich meinen guten Freund in einem anderen Licht sah. Beunruhigt kehrte ich zum Tatort zurück. Und als ich Mr. Smiths Kopf sah, und als ich Mr. Smiths Kopf wieder sah, wurde mir bewusst, was falsch war. Nun, Mr. Gavin? Die Bühne ist vorbereitet. Vielleicht wollen Sie das dem Gericht erklären. Woher genau stammte Ihr privilegiertes Wissen über den Kopf des Opfers? Das ist also Ihr Grund. Das ist der Grund, warum Sie dem Opfer den Hut wieder aufgesetzt haben. 1-0, Mr. Gavin. Wie konnten Sie mir so etwas antun? Gerade Sie, Phoenix Wright. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Mr. Payne! Ja, euer Herrn. Ich denke, dem Gericht bleibt keine Wahl. Sind Sie bereit, die Aussage des Strafverteidigers Gavin zu hören? Nun, ich als Staatsanwalt. Sehr gut. Wir machen eine 10-minütige Pause. Danach wird Mr. Gavin den Zeugenstand für das Kreuzwerk betreten. Haben das alle verstanden? Verstanden, euer Ehren. Sehr gut. Das ist die letzte Unterbrechung für heute. April, 14:32 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 3. Mr. Gavin und Mr. Wright sind beide im Büro des Richters. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag kommen würde? Darf ich? Oh, wie spreche ich Sie? Oh, wie spreche ich Sie? Das Hatgirl! Oder... die junge Miss Wright. Gott, wie spreche ich sie? Darf ich? Sie ist älter als Pearl. Obwohl, durfte sie eigentlich nicht sein. Eigentlich müsste sie jetzt so alt sein wie Pearls. Aber sie wirkt älter. Das heißt, entweder hat uns Phoenix Wright in den letzten Fällen, die wir hatten, eine Tochter verheimlicht. Und vor allem auch Maya. Pearl und Maya kommen nicht in diesem Teil vor. Ja, ja, viel entscheidender ist ja, kommt sie in einem Teil, in einem Part vor mit Pearl und Maya. Also Pearl und oder Maya. Weil sonst würde ich, glaube ich, die Maya-Stimme für sie nehmen.
im nächsten Teil, wo Pearl 17 ist und Maya kommt erst im letzten Teil Trilogie vor. Nee. Ich meine, taucht sie in einem Fall auf, wo auch Pearl oder Maya drin sind? So meine ich das. Das ist jetzt nur ein milder Spoiler, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Weil sie dann nur Side-Character in der Hinsicht. Ich warte noch kurz. Ich glaube, ich werde halt dann Mayas Stimme nehmen. In diesem Teil nein. Im nächsten Teil sind Pearl und die Tochter öfter zusammen zu sehen. Ja, okay, Pearl und die Tochter ist okay. Ich wollte ja nicht die Pearl-Stimme nehmen, weil ich finde, sie wirkt älter als Pearls. Und Pearls, dadurch, dass ja 8 Jahre, glaube ich, vergangen sind seit dem letzten Teil. Oder halt vor 7 Jahren hat Phoenix Wright irgendwas gemacht, was ihn die Anwaltsmarke gekostet hat. Und ich meine, davor hieß es irgendwie 8 Jahre. Ich glaube, es wurden ganz am Anfang mal 8 Jahre für irgendwas genannt. Und das heißt, eigentlich, wie gesagt, müsste sie dann maximal 8 Jahre alt sein, wenn sie Phoenix Wrights leibliche Tochter ist. Es sei denn, er hat was verheimlicht und er hatte schon im letzten Teil eine Tochter mit irgendwem gezeugt. Das wirkte aber irgendwie nicht so. Aber ich hatte ja so eine Theorie sowieso geäußert in einem der letzten Streams, die ich gelesen hatte zu Phoenix Wright und seiner Persönlichkeit. Oder es ist halt eine Adoptivtochter. Oder es ist sowieso alles erstunken und erlogen, was sie betrifft, was Phoenix Wright gesagt hat. So, Head Girl. Wie sprechen wir Head Girl? Darf ich? Was? Hallo. Ziehen Sie eine Karte. Irgendeine. Oh nein. Natürlich ist sie Zauberer. Was soll das Ganze? Ist die okay? Exzellent. Ich habe eine Nachricht für Sie. Das letzte Blatt wird gespielt. Sie brauchen einen Trumpf, um zu gewinnen. Einen Trumpf? Die Karte, die Sie gezogen haben, ist magisch. Setzen Sie sie weise ein und Sie gewinnen. Das ist alles. Blut! Ein Ass. Woher kenne ich diese Karte nur? Das ist das fehlende Ass! Blatt von Mr. Smith mit 3 Assen und Blatt von Mr. Wright mit 2. Macht 5 Asse. Sein Wort, ich habe gesehen, 5. Ass. Ist ein Betrug, ich schwöre. Das verschwundene 5. Ass. Warte. Dieser rote Fleck? Ist das Blut? Ja, ich glaube, das ist Blut. Dies ist Ihr Trumpf. Jetzt müssen Sie vom Stapel abheben und die Wahrheit ziehen. Das Schicksal meines Vaters liegt in Ihren Händen. Are you shitting me? Okay, gut, Miss Wright. Offensichtlich seid ihr euch beide einig, dass du seine Tochter bist. Wer bist du? Wie alt bist du? Wer ist deine Mutter? Sprich! Diese Karte mit dem Blutfleck ist mein Trumpf, um die Wahrheit zu finden. Ich bin tief in Gedanken und mein Geist versucht, das alles zu begreifen. Ja, und ich begreife gerade erst, ich kann einer 17-jährigen Pearl nicht diese Stimme geben. Das funktioniert nicht. Egal. Ein Problem von Zukunftsborg. Das Mädchen. Ich habe sie kürzlich gesehen. Aber wo? Sie hat gesagt, du bist das Schick. Es ist das Schicksal ihres Vaters. Hallo, Apollo. Du bist vom Aussehen her 16 Jahre alt. Dein Gedächtnis sollte noch gut funktionieren. Aber ernsthaft, wie alt ist Apollo Justice?
Er kann maximal Anfang 20 sein. Wie Phoenix Wright. Aber Phoenix Wright sah älter aus in den Teilen. Und da war er, ich glaube, wir haben ihn mit 23 kennengelernt. Und da sah er schon älter aus als Apollo Justice. Apollo Justice sieht sehr jung aus. Aber wo? Ich weiß, das ist... Apollo Justice ist 22. Ah, okay. Blutiges Ass, von einem geheimnisvollen Mädchen erhalten. Ist dies das fehlende fünfte Ass? April 14.45 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 2. Ich bin mir noch nicht sicher. Spreche ich das lieber in der Stimme des Protagonisten, also Apollo Justice, oder normal? Muss ich mir noch überlegen. Die Frage hat sich bei Phoenix Wright halt nie gestellt. Er war Phoenix Wright. Mit meiner normalen Stimme. Normal ist besser. Okay. Das Gericht tritt wieder zusammen. Strafverteidiger Christoph Gavin. Würden Sie bitte in den Zeugenstand treten? Nun. Sie sind dran, Mr. Payne. Ja. Zeuge, würden Sie bitte Ihren Namen und Beruf nennen? Ist diese Farce notwendig, Euer Ehren? Glauben Sie mir, in diesem Gerichtssaal sind weitaus seltsamere Dinge geschehen. Und es werden noch weitaus seltsamere passieren, da bin ich mir sicher. Gut, ich spiele das Spielchen mit. Als erstes gibt es eine Sache zu klären. Woher kannten Sie das Geheimnis des Opfers unter dessen Hut? Mit Geheimnis meint er wahrscheinlich Mr. Smiths Glatze. Verzeihen Sie meine Neugier, aber was ist mit dem Kopf des Kerls eigentlich los? Euer Erden scheint ein übermäßiges Interesse daran zu haben. Oh mein Gott, er ist ja wie ein Politiker. Er antwortet nicht auf Fragen, sondern weicht sehr, sehr tölpelhaft aus. Nicht tölpelhaft, offensichtlich aus. Einspruch! Phoenix! Das ist doch eine bekannte Musik. Die kenne ich doch. Vor mich lief's, dass der Papa auf der Mütze steht. Was zur Hölle? Sein altes Team, ja. You're back, Phoenix. You're back. Ich mag übrigens diesen Look an Phoenix Wright. Dieser lässige, fast schon coole Look. Und das Merkwürdige ist, ich erinnere mich noch an den Trailer, mit dem sie die Apollo Justice Trilogie angekündigt hatten. Und da ist ein anderer Phoenix Wright zu sehen. Ein gebrochener Mann. Und ich hätte schwören können, dass dieser gebrochene Phoenix Wright der Phoenix Wright ist, den wir das erste Mal in der Apollo Justice Trilogie sehen werden. Und nicht. Er hier, der klavierspielende Poker-Profi Phoenix Wright, den habe ich nicht kommen sehen. Buchstäblich. Aber ich liebe ihn. Ich mag diesen Look von Phoenix Wright. Ich weiß immer noch nicht, was er getan hat, um die Anwaltsmarke zu verlieren, aber wir werden es rausfinden. Ich würde es nicht übermäßig nennen, Mr. Gavin. Mr. Wright. Lass mich raten, das ist der Normalzustand in den nachfolgenden Teilen. Weil ich meine, es gibt einen Teil, wo sie beide drin sind, aber ich kann mich... Oh, ich lass mich überraschen. Mr. Wright. Was wollen Sie jetzt wieder, Mr. Wright? Nee, da steht kein Mister, da ist kein Respekt drin. Was wollen Sie jetzt wieder, Wright? Betrachten Sie mal die andere Seite. Du weißt, was ich meine, Apollo. Apropos betrachten. Es gibt eine Sache, die wir bedenken sollten. Aha. Das Opfer trug den Hut die ganze Nacht über und nahm ihn nie nur ein einziges Mal ab. Das eine Mal, das war der Augenblick, in dem er getroffen wurde.
Oh. Oh. Nachdem Mr. Wright von seiner Berichterstattung zurückkam, lag der Hut am Boden. Mr. Wright hob ihn auf und setzte ihn dem Opfer auf den Kopf. Mit anderen Worten, um Mr. Smiths Glatze überhaupt sehen zu können, hätte man am Tatort sein müssen. Zum Tatzeitpunkt. Mit anderen Worten, man hätte der wahre Mörder sein müssen. Das wollen Sie damit sagen? I love it. Nicht schlecht, Apollo. Oh, er hat die Brille. Er hat die Anime-Brille. Er ist schuldig. Mr. Gavin? Oh mein Gott, das ist auch die alte Musik. Oh, Phoenix Wright ist zurück und er hat seine Musik mitgebracht. Ich fürchte nur, dass ich dem Gericht gegenüber nicht ganz ehrlich gewesen bin. Was? Oh, ich versichere Ihnen, ich habe nur die besten Absichten gehegt. Ich habe alles zum Schutz meines Mandanten Mr. Wright getan. Angesichts der gegenwärtigen Situation sehe ich kaum einen Grund, etwas zu verheimlichen. Nun gut, erlauben Sie mir, die Wahrheit über jene Nacht zu berichten. Endlich! Fangen Sie mit Ihrer Aussage an! Was hatten Sie mit den Ereignissen jener verhängnisvollen Nacht zu tun? Zeugenaussage. Jene verhängnisvolle Nacht. Der Zorn des Mannes in jener Nacht beunruhigte mich. Also ging ich wieder in den Club. Ich ging runter in den Keller und spähte durch das kleine Fenster ins Geheimzimmer. Das muss unmittelbar nach dem Mord gewesen sein. Das Opfer war tot, so wie es auf dem Foto aussieht. Ein Glatzkopf, ein Mädchen ohne Bewusstsein und Wright mit einer Flasche in der Hand. Ich merkte, dass ich dort fehl am Platz war, deshalb bin ich weggegangen. Genau in diesem Moment bekam ich den Anruf von Wright. Nun, dann waren Sie also Zeuge des Mordes. So oder so. Den eigentlichen Moment der Tat habe ich verpasst. Mr. Gavin, bedenken Sie, dass Sie einer der Verteidiger von Mr. Wright sind. Ihre Aussage ist eindeutig zum Nachteil Ihres Mandanten. Ich finde, von hinten sieht er aus wie der Joker, weil seine Haare so merkwürdig grün sind. In dieser Gerichtssaalzeichnung. Was soll ich denn sonst sagen? Schließlich bin ich doch im Zeugenstand. Genau, Mr. Gavin. Sie mussten so aussagen, wie Sie es gerade taten. Sie mussten aussagen, dass Sie den Tatort durch das kleine Fenster sahen. Mr. Wright? Sie mussten das sagen. Denn das war die einzige Möglichkeit, nicht wahr, Apollo? Oh. Mr. Wright! Die Verteidigung sollte das Kreuzfeuer führen, nicht der Angeklagte. Mr. Justice, sind Sie bereit? Ja. Ja, euer Ehren. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen Mr. Gavin antrete. Dieser Prozess wird immer verrückter. Kreuzfeuer! Der Zorn des Mannes in jener Nacht beunruhigte mich. Also ging ich wieder in den Club. Welcher Zorn? Bis jetzt haben wir noch nichts von Zorn gehört. Moment mal! Jener Mann. Sie meinen Mr. Smith? Er war anders als die anderen Kunden. Seine Aura war es, könnte man sagen. Ich wusste, dass er ein ernstzunehmender Pokerspieler war. Aber es war mehr als das.
Dann wussten Sie über die wahre Natur des Jobs Ihres Mandanten Bescheid? Natürlich. Ich wusste auch, dass er nicht in illegales Glücksspiel verwickelt war. Nun, es ergibt Sinn, dass er es wusste. Schließlich waren sie befreundet. Aus Sorge um meinen Freund bin ich zurück in den Club gegangen. Das Interessante ist, wir haben noch nie von diesem Freund gehört. Seit wann waren sie befreundet? Weil die einzigen Freunde, von denen wir wussten, bisher waren Butz, Edgeworth, Maya, Gumshoe und Pearls. Das sind, glaube ich, im Zusammenhang alle Freunde, von denen wir wussten, die Phoenix Wright hatte. Wo kommt Christoph mit einem K her? Sehen Sie, ich befürchtete, dass Mr. Wright eine alte Rechnung begleichen wollte. Verstehe. Was ist dann passiert? Ich ging runter in den Keller und spähte durch das kleine Fenster im Geheimniszimmer. Moment mal. Das kleine Fenster. Sie meinen das Fenster, durch das die Treppe nach oben beobachtet werden kann? Ja. Ein Relikt aus alten Zeiten. Die Schwarzhändler benutzten es, glaube ich. Warum haben Sie sich die Mühe gemacht, durch das Fenster zu spähen? Wäre es nicht leichter gewesen, einfach die Tür zu öffnen und hineinzugehen? Ich wollte Mr. Wright nicht verärgern, verstehen Sie? Mr. Wright nicht verärgern? Ja. Was wäre denn gewesen, wenn meine Befürchtungen unbegründet gewesen wären? Dann wäre ich mitten in ihr Spiel hineingeplatzt. Ganz schlechter Stil, milde gesagt. Bis jetzt ergibt alles einen Sinn, was er sagt. Das muss unmittelbar nach dem Mord gewesen sein. Woher wissen Sie, dass es unmittelbar nach dem Mord gewesen war? Aber, kein Grund, gleich laut zu werden, Justice. Zu dem Teil meiner Aussage wollte ich mich gleich äußern. Ah, jetzt zeigt er sich. Der coolste Verteidiger im Westen. Wie wir ihn lieben. Selbst wenn er im Zeugenstand steht, manches ändert sich einfach nie. Ich hatte auch befürchtet, sie hätten sich geändert, Wright. Aber dem ist nicht so. Sie und ihre anmaßende Persönlichkeit. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ich überlege gerade, ist es alt oder ist neu? Bei dem Lied bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das Opfer war tot, so wie es auf dem Foto aussieht. Moment mal! Mit Foto meinen Sie das zweite Tatortfoto? Genau. Sehen Sie, darauf hat er seinen Hut nicht auf. Ich sah seinen Kopf, als er tot war. Und dann kam Mr. Wright vorbei und setzte ihm den Hut wieder auf. Das ist die Apollo-Musik, also neu. Ah, okay. Können Sie uns den Schauplatz des Verbrechens beschreiben? Ein Glatzkopf, ein Mädchen ohne Bewusstsein und Wright mit einer Flasche in der Hand. Die drei waren die einzigen Personen am Tatort? Ja, zumindest die einzigen, die ich gesehen habe. Dann sind wir jetzt wieder genau da, wo wir angefangen haben. Der angeklagte Phoenix Wright war der Mörder. Wer käme denn sonst in Frage? Aber warum haben Sie nicht mit der Polizei gesprochen? Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe den Mord selbst nicht gesehen. Zweitens, meine Kanzlei wurde mit der Verteidigung von Wright beauftragt. Auch nachdem ich das gesehen hatte, konnte ich meinen Freund nicht im Stich lassen. Einspruch! Zum Zeitpunkt des Mordes muss noch eine andere Person dort gewesen sein. Justice, ich habe gerade gesagt, dass ich niemanden gesehen habe. Keine Seele. Aber
Das widerspricht dem, was Mr. Wright gesagt hat. Ach ja, diese mysteriöse vierte Person, die praktischerweise der wahre Mörder sein soll, nehme ich mal an. Schön, dass wir uns einig sind, Mr. Gavin. Dann lassen Sie mich eine Frage stellen. Sagen Sie mir, welchen Grund hätte der wahre Mörder gehabt, Karten des Opfers auszutauschen? Vielleicht können Sie uns einen Grund nennen, warum das nötig gewesen wäre. Wie soll ich etwas vorlegen, das ich nicht finden kann? Durch das laute Einspruch, also die lauten Einspieler, die wir hier immer haben, muss ich jetzt einfach mal fragen. Passt die Stimme, die ich für Apollo gewählt habe? Sie ist an Justin angelegt, aber ein bisschen dezenter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch ein bisschen nachfeilen muss in der Zukunft. Ja, sie ist gut. Sehr schön. Weil sie ist auch sehr einfach, beziehungsweise angenehm für mich zu sprechen, Tatsache. Wie soll ich etwas vorlegen, das ich nicht finden kann? Denk nach, Apollo. Die ausgetauschte Karte war das fünfte Ass. Das fünfte Ass, richtig. Nun, Mr. Justice. Es wurde die Frage gestellt, warum der Mörder die Karte hätte austauschen sollen. Können Sie einen Grund dafür aufzeigen? Das Problem ist, auf der Vorderseite der Karte ist ein einzelner Blutstropfen zu sehen. Natürlich! Deswegen musste wahrscheinlich ausgetauscht werden. Weil man wollte keine keine Blutspuren, obwohl das macht keinen Sinn. Ich weiß halt... Schön, dass das geheimnisvolle Mädchen immer noch nicht da ist. Ich bin gespannt, wie sie heißt. Die junge Miss Wright. Ich bin mir halt wirklich nicht sicher, was ich mit diesem Ass beweisen soll jetzt. Ich kann kein Warum sagen. Beweis zeigen. Jetzt oder nie. Die Verteidigung würde dem Gericht gerne einen Beweis vorlegen. Ein Beweis, der den Grund zeigt, warum eine Karte ausgetauscht wurde. Nur zu! Nennen Sie uns diesen Grund, Mr. Justice! Warum hat der Mörder das fünfte Ass mitgenommen? Weil Blut drauf war, I guess. Nimm das! Mein Beweis ist, das hier. Ist das ein Ass? Na sowas! Aber da ist ja Blut drauf! Gleich neben dem Peak, oh Gott, ist voll über Peak gestolpert. Gleich neben dem Peak-Symbol. Was? Das ist verrückt. Warum hat mir das niemand gesagt? Warum? Könnte das fehlende fünfte Ass sein? Wie halt einfach mal der Mundwinkel zuckt. Unfassbar. Wie kann das? Was machen Sie mit dieser Karte? Nun, das ist das Ding. Warum ist Mr. Gavin so verärgert? Das ist nur eine verdächtige Karte von einem verdächtigen Mädchen. Die Pose hatte ich, glaube ich, schon. Ach. Diese Karte, das ist meine. Das heißt, ich habe sie nach dem Mord in jener Nacht im Borschtspott aufgehoben. Ich habe sie meiner Tochter gegeben. Karten sind nämlich ihr Steckenpferd.
Ja. Einspruch. Einspruch. Nein. Unmöglich. Inakzeptabel. Das Gericht darf diesen Beweis nicht zulassen. Das ist Betrug. Betrug? Wie können Sie sich da so sicher sein? Was? Ich denke, der Einzige, der das einen Betrug nennen könnte, wäre derjenige, der die echte Karte mitgenommen hat. Der wahre Mörder. Gestatten Sie, dass ich das näher ausführe? Was wäre, wenn dieser Blutfleck der Grund war? Der Grund wofür? Der Grund, warum der Mörder die Karte vom Tatort mitnahm. Worauf wollen Sie hinaus? Sehen Sie sich das Foto nochmal an. Und dann den Kopf des Opfers. Im Moment des Mordes fiel sein Hut auf den Boden. Und etwas Blut lief von der Stirn zum Hinterkopf. Hätte nicht ein Tropfen jenes Blutes auf eine der Karten fallen können? Schon möglich. Der Mörder nahm die Karte dann an sich, um das Blut zu verbergen. Einspruch. Egal. Dieser Beweis ist nicht zulässig. Ach ja? Right. Egal, wie Sie die letzten 7 Jahre vergeudet haben, Sie waren mal Anwalt. Sie wissen, welch ein schweres Verbrechen das Unterschlagen von Beweisen ist. Ach, die Feinheiten unseres Rechtssystems können wir gerne später mal ausdiskutieren. Momentan ist nur wichtig, dass ich Ihre Frage beantwortet habe. Was reden Sie denn da? Ich liebe übrigens, dass er Phoenix Wright sitzt, obwohl sie ja befreundet sind. Ich weiß nicht, ob das ein Lokalisierungsfehler ist oder Tatsache eine gewollte Entscheidung. Sie wollten wissen, warum der Mörder die Karte vom Tatort hätte entfernen sollen. Und das habe ich Ihnen jetzt dargelegt. Dieser eine Tropfen Blut wäre ein entscheidender Beweis gewesen, nicht wahr? Wäre es? Einspruch. Das ist eine unbegründete Vermutung. Völlig unbegründet. Einspruch! Einspruch! Die Pose. Dün, 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 dün. Die Pose! Oh, ich kann Ihnen versichern, dass sie durchaus begründet ist. Was? Es ist wirklich erstaunlich, wie ein einziger Tropfen Blut auf einer einzigen Karte die Wahrheit ans Licht bringt. Es ist ganz einfach. Nun, Apollo? Ja? Versuche dir den Tatort vorzustellen. Oh mein Gott, 3D? Oh. Sie haben die neue Technik voll ausgereizt, oder? Die mit Apollo Justice möglich war? Der Mord wurde im Geheimzimmer verübt. Der Körper des glücklosen Opfers wurde am Pokertisch gefunden. Und bevor der Mörder eine Karte austauschte, befand sich eine einzige Karte mit einem Blutstropfen im Blatt des Opfers. Unter dieser Voraussetzung ergibt sich ein entscheidendes Problem mit diesem Tatort. Nun, und welchen und welches wäre das? Ganz einfach erklärt. Vorausgesetzt, es war ein Blutstropfen auf einer Karte. Wessen Position in dieser Abbildung passt nicht? Die des Opfers, die des Mörders, die des Zeugen, die des zweiten Zeugen. Wessen Position passt nicht zum Tatort? Das ist halt wirklich schwierig gerade. Ich muss kurz überlegen.
Also, das Ass lag hier auf dem Tisch, auf der Seite. Hier müsste das dritte Ass gewesen... Genau, hier müsste das dritte Ass gewesen sein. Weil hier wurde ja der König ausgetauscht. Wenn Phoenix Wright hier stehen würde und ihm dann auf den Kopf schlägt... Und das Blut nach hinten läuft, dann hätte das ja hier hintropfen müssen. Das heißt, das Opfer... Egal, wie man es dreht, das Opfer konnte nicht... Wenn das Blut über den Hinterkopf gelaufen ist und so auf die Karte getropft ist, dann kann das Opfer eigentlich nirgendwo gesessen haben. Weil es hätte ja dann auf dem Tisch liegen müssen oder irgendwie so. Oh, schwierig. Ich weiß gerade nicht hin, womit, was das Spiel von mir will, aber ich glaube, es ist das Opfer. Nun, ist nicht die Position des Opfers das eigentliche Problem? Ich kann Ihrer Logik nicht ganz folgen, Mr. Justice. Nun, sehen Sie, durch den Schlag auf den Kopf sank das Opfer zurück in den Stuhl. Jegliches Blut war wohl hinter den Kopf... Jegliches Blut wäre wohl hinter den Körper getropft und nicht auf den Tisch vor ihm. Ha! Sehen Sie sich das Foto nochmal an. Wenn er in dieser Lage geblutet hätte, wäre das Blut auf den Boden getropft und nicht auf die Karten. Aber ja, das stimmt. Tja, und was hat das zu bedeuten? Zufälligerweise saßen wir Was? Tatsache! Zufälligerweise saßen wir auf Drehstühlen. Drehstühle? Oh Mann! Apollo, versuch... Rückblick. Ein Lebensretter wird das sein. Apollo, versuch mal den Stuhl umzudrehen. Was? Moment, was? Oh mein Gott, sie benutzen wirklich alle Tricks des 3DS. War das auf dem 3DS oder war es noch der normale DS? Es muss der 3DS gewesen sein, oder? Der Stuhl hat in die andere Richtung gezeigt. So müsste es wohl gewesen sein. Wir müssen also davon ausgehen, dass zum Zeitpunkt des Mordes der Stuhl des Opfers vom Tisch weggedreht war. Das ist merkwürdig. Er überspringt bei manchen Aussagen den Anfang und geht direkt bis zum Ende durch. Das stört mich noch ein bisschen. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. 3DS, okay. Habe ich mir doch gedacht. Sie haben das 3D so hervorgehoben. Das musste die Power des 3DS sein. Wohin zeigte der Stuhl, als Mr. Wright nach dem Anruf bei der Polizei zurückkam? Als ich wieder in den Raum kam, war die Position des Körpers so wie auf dem Foto. Das würde heißen, dass der Mörder den Stuhl wieder umgedreht hatte. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Sehen Sie sich noch einmal die Abbildung an. Wir wissen nun, dass sich das Opfer zum Zeitpunkt des Mordes vom Tisch abgewandt hatte. Doch, daraus ergibt sich ein weiterer bedeutender Widerspruch. Schon wieder? Lass uns nochmal deine Kombinationsgabe auf die Probe stellen, in Ordnung? Apollo, wessen Position in dieser Abbildung widerspricht unseren neuen Erkenntnissen? Die des Opfers, die des Mörders, die des Zeugen, die des zweiten Zeugen. Das müsste dann der Mörder sein, oder? Wessen Position bedeutet einen Widerspruch, wenn das Opfer vom Tisch abgewandt war? Na, die des Mörders. Das Opfer wurde von vorne geschlagen, richtig? So war es. Nun...
Wäre es nicht schwierig für den Mörder, ihn von vorne zu schlagen? Wenn er da saß, wo jetzt dieses Symbol ist? Ich würde meinen, dass das ziemlich schwierig wäre, ja. Einspruch! Einspruch! Aber was Sie da sagen, ergibt keinen Sinn. Warum sollte sich das Opfer plötzlich zur Wand umdrehen? Mitten im Spiel. Ich denke, es wird schon bald ein plausibler Grund ans Licht kommen. Was? In diesem Diagramm ist etwas, was eigentlich noch viel weniger Sinn ergibt. Sehen Sie sich das Diagramm noch einmal an. Na, hier wollen Sie ein richtig hartes Tutorial reinbringen. Kann das sein? Apollo, wenn das Opfer in der Position geschlagen wurde, die hier dargestellt ist, wo hätte dann der Angreifer gestanden? Versuch mal, das in dem Diagramm zu markieren. Aber da ist gar kein Platz, um eine Markierung zu setzen, wo der Mörder gewesen sein soll. Und das sehe ich halt anders. Weil ich schlage doch wie mit so einer Keule zu. Und das kann ich ja wunderbar von der Seite machen. Schön schräg. Zack. Da muss ich nicht direkt vor ihm stehen. Sondern mit einer Keule kann ich da auch schön von der Seite kommen. Ich müsste schräg stehen. Ja, okay. Keine Sorge. Lass uns das durchdenken und dann werden wir sehen, was sich ergibt. Wir wissen, dass sich das Opfer zur Tatzeit zur Wand umgedreht hatte. Das ist das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen. Lass alles andere außer Acht. Wo hätte dann der Angreifer gestanden, um das Opfer von vorne zu schlagen? Na, mit der Logik hier. Die Position des Mörders, war wohl hier. Einspruch! Sie bekommen Punkte für ihr Gespür. Das ist aber auch schon alles. Ich dachte schon, ich wäre hier auf der richtigen Spur. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass es unmöglich wäre, dort zu stehen. Das Opfer hat sich einen massiven Schrank zugewendet. Oder behaupten Sie etwa, dass der Mörder für den Schlag auf den Schrank geklettert ist? Es geht wirklich nur um simple Logik. Wenn das der einzige Fleck war, an dem der Mörder hätte stehen können, dann bedeutet das, dass zum Zeitpunkt der Tat... Warten Sie! Ich weiß es! Zum Zeitpunkt der Tat war der Schrank nicht dort! Was soll das denn jetzt? Ich meine, das ist doch wohl die einzige Erklärung. Stimmt doch, Mr. Gavin. Euer Ehren, ich habe einen Vorschlag für die Verteidigung. Wir sollten sofort eine Untersuchung des Schranks im Geheimzimmer veranlassen. Gerichtsdiener, schicken Sie sofort jemanden zum Tatort. Die Leute sollen versuchen, den Schrank zu verschieben. Euer Ehren? Was? Es gibt ja noch etwas, wonach Ihre Leute Ausschau halten sollten. Geben Sie das bitte dem Gerichtsdiener. Phoenix Wright, was tust du da? Du hättest das von Anfang an geben können. Ja, verstehe. Sie gehören ja doch noch in den Gerichtssaal, Mr. Wright. Ja, aber aus irgendwelchen Gründen hat er ja seine Anwaltslizenz scheinbar verloren. Ich gebe mein Bestes. Aber lassen Sie uns hier weitermachen, während wir warten. Schauen Sie sich das Diagramm noch einmal an. Es wurde verändert. Wenn der Mörder zum Zeitpunkt der Tat hier gestanden hätte, dann wäre dieser Schrank nicht hier gewesen. Das heißt, Apollo, versuch mal den Schrank zu verschieben. Gott, ist das dumm. So, wie schiebe ich den jetzt? Einfach mit anklicken? Ja. Ja, dann kann man nämlich nicht durch das Fenster gucken. Das wird der Sinn und Zweck der Übung sein. Dankeschön.
Wie Sie sehen können, war der Schrank das Problem. Oh mein Gott, ich kann förmlich vor mir sehen, wie sie halt wirklich diesen komischen 3D-Toggle genutzt haben, um die 3D-Features in Apollo Justice einzubauen. Diesen Fall wirst du persönlich noch selbst spielen. Mit allen alten Songs aus dem allerersten Phoenix Wright-Teil. Freu dich drauf. Darauf schon. Hä? Diesen Fall wirst du persönlich noch selbst spielen. Mit allen alten Songs aus. Achso, du meinst den Fall, wo er seine Marke verliert. Na, davon gehe ich aus, dass das der letzte oder vorletzte Fall in diesem Teil der Trilogie sein wird. Davon gehe ich fest von aus. Es ist nicht das erste Mal, dass Phoenix Wright in einem frühen Fall ein Geheimnis aufbaut und das dann am Ende des Spiels oder wie in dem Falle von Misty Fay am Ende der Reihe aufklärt. Also von daher, ja, ich gehe fest davon aus, dass es auch noch irgendwelche Sachen gibt, die sich durch alle drei Teile der Trilogie ziehen werden. Ich weiß noch nicht, was es ist. Vielleicht ist es mir auch noch nicht begegnet. Vielleicht ist es auch einfach die wahre Identität von Tochter Wright. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Oder Mutter oder die Mutter von Phoenix Wrights Tochter. Wer weiß es schon? Irgendwas wird sich durchschlingeln. Hier werden alle ungelösten Fragen im letzten Fall beantwortet. Okay. Okay. Wir werden sehen. Wie Sie sehen können, war der Schrank das Problem. Zum Zeitpunkt des Mordes hätte er so stehen müssen, wie hier dargestellt. Jetzt ist alles am richtigen Platz, um den Zeitpunkt der Tat zu rekonstruieren. Oh je. Was ist das? Was ist denn jetzt wieder? Sehen Sie sich das Diagramm des Tatorts noch einmal an. Es scheint so, als hätten wir noch einen weiteren Widerspruch entdeckt. Und zwar den letzten Widerspruch, denke ich. Hä? Oh. Oh. Ich liebe diese arrogante Art von diesem neuen Phoenix Wright. Von dem reiferen Phoenix Wright. Er spielt mit dem Gerichtssaal. Er spielt so hart mit den Leuten da. Es ist unglaublich. Ich wünschte, Edgeworth könnte das sehen. Fällt dir etwas auf, Apollo? Naja, 7 Jahre kann viel verändern. Ja, das stimmt. Oder er hat sich nur zum Besten verändert. Ich mag auch seine Bartstoppeln. Steht ihm. Fällt dir etwas auf, Apollo? Unsere Argumentationskette steuert rapide auf die logische Schlussfolgerung zu. Nun gut, Mr. Justice. Bitte zeigen Sie uns das neue widersprüchliche Symbol. Ist es das Opfer? Ist es der Mörder? Ist es der Zeuge? Ist es der zweite Zeuge? Welches Symbol in diesem Diagramm widerspricht dem, was wir über die Tat wissen? Der da. Der kann nicht mehr reingucken. Nimm das! Bezüglich dieses Schranks. Sind wir uns alle einig, dass er verschoben wurde? Sicher, warum nicht? Nun, wenn das der Fall ist, irgendetwas passt dann nicht. Der Schrank würde das Fenster zur Treppe vollständig verdecken. Das stimmt. Jemand, der draußen steht, könnte nicht hineinschauen. Jemand wie Mr. Gavin. Beruhigend irgendwie. Was? Was haben Sie gesagt? Ach, der coolste Verteidiger im Westen ist auf einmal gar nicht mehr so cool. Erwarten Sie nicht, dass ich bei Ihrem Spielchen mitspiele, Wright. Es ist nur so lange ein Spiel, bis jemand getötet wird, Mr. Gavin. Und es wurde jemand getötet, während das Fenster von einem Schrank blockiert wurde. Nun, Mr. Gavin, vielleicht möchten Sie das dem Gericht erklären. Von welcher Position haben Sie den Tatort gesehen?
Entschuldigen Sie bitte, euer Ehren. Ruhe! Das ist ein Gerichtssaal und ich werde für Ruhe sorgen. Wir wurden gerade von unserem Ermittlungsteam im Burschpott angerufen. Sie haben den Schrank im Geheimzimmer untersucht, euer Ehren. Oh, und was haben Sie entdeckt? Nun, euer Ehren. Hinter dem Schrank ist ein geheimer Durchgang. Ein Newt. Was? Ach ja, ich glaube, ich hatte bereits etwas derartiges erwähnt. Ein Trick, mit dem man in den Raum gelangt und den viele unserer Stammgäste kannten. Jetzt, wo er es sagt, erinnere ich mich, dass er etwas davon erwähnt hatte. So ein Durchgang ist toll, wenn man in illegale Machenschaften verstrickt ist. Man weiß ja nie, wann man sich mal schnell dem Auge des Gesetzes entziehen muss. Der Raum hat also einen geheimen Durchgang. Wo führt er hin? Auf der anderen Seite befindet sich das Restaurant. So konnten die Unterweltbosse den Polizisten entwischen. Und einen Teller kalten Borschts genießen, versteht sich. Genau wie unser Mörder. Du siehst, wohin uns unsere einfach Argumentation. Mann! Das ärgert mich. Du siehst, wohin uns unsere einfache Argumentationskette geführt hat, Apollo? Ich sehe zwar, aber ich kann es nicht glauben. Das Mädchen meint es ernst, als es sagte, dass ich diesen Trumpf am Ende brauche. Zum Zeitpunkt des Mordes war das Fenster verdeckt. Der Kopf des Opfers war nur wenige Minuten unbedeckt. In der Zeit zwischen Mr. Smiths Tod und Mr. Wrights Rückkehr von seinem Anruf bei der Polizei. Mit anderen Worten, der einzige Ort, an dem man den Glatzkopf des Opfers sehen konnte, war im Geheimzimmer. Nun, Mr. Gavin? Na los, sagen Sie etwas. Darf ich Sie was fragen, was in jener Nacht wirklich passiert ist? Ich glaube, dass wir uns das jetzt wahrscheinlich selber ausmalen können. In jener Nacht, aus welchem Grund auch immer, hatte unser Mörder eine Verabredung mit Mr. Smith und somit mit dem Schicksal. Er kauerte dort in der Nähe des geheimen Durchganges. Er hielt seinen Atem an und wartete auf den richtigen Moment. Dann bot sich die Gelegenheit und er ergriff sie. Wusch! Was? Warum haben Sie das getan? Warten Sie, ich hole Hilfe! Miss Olga Orley war bewusstlos nach einem Schlag von Mr. Smith. Aber er war auch bald fällig. Mr. Wright ging die Treppe rauf, um die Polizei zu rufen. Und ließ Mr. Shady Smith allein mit der bewusstlosen Frau im Geheimzimmer zurück. Dann hat unser Mörder das Geheimzimmer durch den geheimen Durchgang betreten. Das Opfer muss gehört haben, wie sich der Schrank bewegte. Er schwang in seinen Stuhl und... Nach der Tat musste der Verbrecher das Blut auf der Karte entdeckt haben. Natürlich war ihm sofort klar, dass dieser Beweis vernichtet werden musste. Jener einzelne Blutfleck enthielt die gesamte Geschichte der Tat. Pech für ihn, dass er in jener Nacht nicht noch ein wenig im Geheimzimmer verweilte. Hätte er das getan, wären ihm vielleicht die Karten auf dem Boden aufgefallen. Und die Tatsache, dass sie alle rot waren. Nun, es sieht so aus, als hätte dieser Prozess wieder mal eine ganz neue Wendung genommen.
Es tut mir aufrichtigst leid, dass ich diesen Tag kommen sehen musste, Mr. Gavin. Mr. Gavin. Mr. Payne. Ja, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Ermittlungen fortsetzen. Der Angeklagte, Mr. Phoenix Wright, ist hiermit von jedem Verdacht befreit. Ja. Es ist einfach unfassbar. Ich kann nicht glauben, dass das passiert, Mr. Gavin. Doch ich fürchte, die Umstände erfordern, dass ich einen Haftbefehl ausstelle. Sofort! Einspruch. Ach, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich hatte viel Spaß. Man wird nicht jeden Tag Zeuge der schmutzigen Taktik eines legendären Anwalts. Haben Sie noch etwas zu sagen, Mr. Gavin? Offen gesagt, euer Ehren, ich bin schockiert, dass eine Person ihres Kalibers auf einen solch schmutzigen Trick hineinfällt. Wie bitte? Der Angeklagte ist von jedem Verdacht befreit. Das ist wohl kaum der richtige Moment für Späße, euer Ehren. Mr. Wright hat weder die Schuld noch die Unschuld von irgendwem bewiesen. Er hat nur illegale Beweise benutzt, um die Schuld einem anderen zuzuschieben. Und zwar nicht einfach irgendwem, sondern mir, seinem eigenen Verteidiger. Illegale Beweise? Einspruch! Einspruch! Darf ich Sie etwas fragen, Mr. Gavin? Gibt es noch irgendeinen Grund, mich einer Untat zu verdächtigen? Natürlich. Diese Flasche zum Beispiel. Die Flasche Traubensaft, die Mr. Wright getrunken hat? Wie beabsichtigen Sie, die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe zu entkräften? Und zwar nicht irgendwelche Fingerabdrücke. Stimmt doch, Mr. Payne. In der Tat, ja. Die Fingerabdrücke auf der Flasche waren verkehrt herum. Ich kann mich vage daran erinnern, dass wir uns damit schon befasst haben. Das Gericht und dieser Fall verlangen eine Erklärung. Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, warum jemand eine Flasche verkehrt herumhält. Und zwar, um jemanden mit dem Flaschenboden zu schlagen. Nun, euer Ehren. Ach, sieh an, wie sich der gefangene Fisch bis zum Ende windet. Nun, Apollo? Ja? Dein Chef scheint ja immer noch sehr mit dieser Flasche beschäftigt zu sein. Aber ich bin mir sicher, dass du eine passende Erklärung dafür hast. Im Handumdrehen. Ja. Im was? Warum sollte jemand eine Flasche verkehrt herum fassen, außer um... Lass dir nicht weismachen, dass deine Erklärung die einzige plausible ist. Gibt es denn wirklich noch eine andere? Sieh noch einmal in die Gerichtsakte. Ich denke, du wirst dort eine simple Antwort finden. Ganz offensichtlich. Wie wäre es denn einfach mal in ganz offenen Worten eine Antwort zu geben? Das habe ich mir so oft gefragt, diese Stelle in den Phoenix Wright Spielen. Es ist eigentlich kein Fall vergangen, wo das nicht mal passiert ist. Solange es noch offene Fragen gibt, wäre ein Urteilsspruch tatsächlich etwas verfrüht. Und ich finde den Vorwurf mit den illegalen Beweisen Tatsache gerechtfertigt. In einem normalen Gerichtsverfahren. Aber dadurch, dass in Phoenix Wright-Fan sowieso immer im laufenden Gerichtsverfahren neue Beweise reingeschmissen werden, von denen keiner weiß, ist es auch wieder hinfällig. Nun, Mr. Justice? Mr. Gavin hat gesagt, es gibt kein Ende, solange noch Fragen offen sind. Keine Sorge. Justice geht erst, wenn Gerechtigkeit geübt wurde. Vielleicht wäre die Verteidigung so nett, das Gericht aufzuklären? Mit welchem Beweis erklären Sie, warum die Abdrücke auf der Flasche verkehrt herum sind? Knifflig. Wirklich knifflig.
Ich habe mal eine Frage zu dem Lebensbalken. Er hat ja deutlich weniger Segmente als in den Phoenix Wright-Teilen. Liegt das daran, dass ich für jeden Fehler wirklich in der Regel nur noch einen so einen Balken verliere? Und ja, ich habe das Nein einfach gesehen. Nein, du kannst auch mal zwei verlieren oder den ganzen Balken. Ja, aber das sind dann wahrscheinlich mehr die Ausnahmen. Ich hatte das Gefühl, bei Phoenix Wright war das irgendwann die Regel, dass ich mindestens zwei von diesen Herzen verliere. Aber vielleicht bilde ich mir das auch gerade ein. So, was steht denn hier? Der Schlag gegen die Stirn. Verkehrt herum. Warum sollte sie verkehrt herum sein? Ich meine, ich drehe ja eine Flasche auch nicht so auf. Ich mache sie ja auch so auf. Warum sollten die Fingerabdrücke verkehrt herum sein? Borch. Ja. Was ist Borch? Das ist zu einfach. Lass mich mal noch überlegen. Ich mag übrigens, dass ich hier wirklich durchgucken kann. Durchsichtige Objekte gab es in Phoenix Wright auch nie. Das habe ich sofort gewusst. Warum? Warum sind es immer die offensichtlichen Sachen, die ich scheinbar immer vergesse? Die ich nicht sehe, die ich nicht verstehe. Warum? Die Anwaltsmarke, die aus mir unbegrifflichen Gründen kein Pin ist, sondern ein Schraubverschluss hat, aber das ist jetzt nicht wichtig. Das habe ich sofort gewusst. Warum sollte man eine Flasche verkehrt herum anfassen? Das Einzige, was mich halt stört, aber es kann vielleicht auch das Licht sein, es sieht auf den Fotos immer aus, beziehungsweise hier sieht man es ja, dass die Flasche gar nicht zugeschraubt war. Das ist das Einzige, was mich stört, aber ich weiß jetzt nicht, warum das beweisen sollte, warum die Fingerabdrücke verkehrt herum sind. Nee, ich komme nicht drauf. Ich habe auch gar keine Idee. Ich habe ja Leben. Ich opfere jetzt einfach mal eins von den Leben. Es ist wahrscheinlich eh gleich vorbei. Ich weiß nicht. Ich komme nicht drauf. Das Einzige, was mir halt auffällt, ist, dass die Flaschen auf den Bildern immer auf sind und keinen Deckel haben. Glaubst du wirklich, Wright würde bei einem Gespräch sich umdrehen und sich runterbeugen und dann eine Flasche nehmen? Verdammte Axt, ich habe es mir wirklich so gedacht, aber trotzdem. Ja, okay, ja. Statt sie einfach während des Gesprächs aus einem bestimmten Kasten zu... Ja, das, ehrlich gesagt, ich habe es tatsächlich auch überlegt, aber irgendwie habe ich trotzdem gedacht, dass er jemanden greift und dann quasi trotzdem richtig rumgreift. Klar, man kann auch so, aber ich glaube, ich würde trotzdem in den Kasten so greifen. Also, ich sollte die Bewegung nicht machen. Halt mit der Hand richtig rum. Ich glaube, das war das Problem, dass ich halt wirklich... Ich muss das nachher mal testen. Ich habe hier Getränkekästen mit Limo und so. Da muss ich mal testen, wie ich das machen würde. Ich habe dran gedacht, aber ich habe mir gedacht, nee, man greift doch trotzdem mit der Hand richtig rum. Ich muss das nachher mal testen, aber ich meine, ich würde halt wirklich richtig rumgreifen. Das ist mit dem Leben kann ich leben, weil ich habe
Ich hab wirklich so nicht gedacht. Ich hab kurz drüber nachgedacht, aber gedacht, nee, du greifst ja trotzdem richtig rum. Aber bitte. Es ist leichter, es ihnen fortzuführen, als zu erklären, euer Ehren. Ach so, euer Ehren. Stellen Sie die Flasche neben Ihren Stuhl auf den Boden. Wie bitte? Auf den Boden? Wissen Sie, wie alt ich bin? Ich komme nie wieder hoch. Ja, und jetzt greifen Sie nach unten und heben Sie sie auf. Ohne den Stuhl zu verlassen. Ah. Sehen Sie? Sie greifen die Flasche ganz natürlich am Hals. Und Ihre Finger sind verkehrt herum. Sehen Sie sich das Foto an, das in der Nacht des Mordes gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob ich das Bild von ihm schon habe. Der Angeklagte Mr. Wright saß hier und spielte Klavier. Traubensaft in Flaschen stand neben dem Stuhl auf dem Boden. Natürlich würde er die Flaschen verkehrt herum anfassen und aufheben. Wow! Ich kann nicht fassen, dass das so einfach war. Erinnern Sie sich an unser Essen an jenem Abend, Christoph? Das Lustige ist, der Richter ist in jedem Teil nie älter. Der wird auch niemals älter, auch nach 7 bis 8 Jahren nicht. Er bleibt so. Naja, ich würde mal sagen, in gewissen Lebensabschnitten verändert man sich auch nicht mehr so krass stark. Also klar, es geht dann wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt wieder schneller, weil ich glaube, das halte ich tatsächlich für glaubhaft. Der Richter ist halt alt. Sein markantestes Feature ist halt dieser riesige Flauschebart. Das Einzige, wie man ihn glaubhaft älter machen würde, ist, dass in dem grauen Bart noch so jetzt langsam weiße Strähnen sind. Aber ansonsten, der Mann hat keine Haare mehr. Der hat nur diesen grauen Bart. Man hat auch nicht viel Möglichkeiten, da jetzt mit Falten zu arbeiten. Das kann ich schon verstehen bei dem Richter. Und wer weiß, in dieser Welt von Felix Wright können wir auch nicht ausschließen, dass der Richter einfach eine unsterbliche Gestalt ist, so wie Mutant Roshi, also der Herr der Schildkröten. Wer weiß, vielleicht ist es sogar Mutant Roshi. Wir wissen den Namen des Richters nicht. Wir wissen nur, er ist Richter. Obwohl, Moment. Der Polizeichef hatte damals einen Namen genannt. Judgy? Nee, hat er ihn nur Judgy genannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil wenn er ihn nur Judgy genannt hat, dann bringt uns das nicht weiter. So, machen wir ihn nur weiter. Auch dabei habe ich meinen üblichen Saft getrunken. Sie haben die Flasche am Tisch benutzt, um die Tat zu verüben. Aber dann musste es ihnen eingefallen sein. Sie haben eine der Flaschen unter dem Klavier hervorgeholt und dann die Flasche ausgetauscht. Sie haben eine der Flaschen von Mr. Wright genommen und als Tatwaffe präsentiert. Ruhe! 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 Was sagen Sie zu diesem Anschuldigung, Mr. Gavin? Faszinierend. Das ist also des legendären Anwalts berüchtigte Taktik der Irreführung. Was? Sie behaupten, ich hätte die Flasche ausgetauscht. Wo ist der Beweis? Beweis? Nun, der ist, wie ich es mir gedacht habe. Eine weitere unbegründete Vermutung. Ich fürchte, Ihre Flasche mit Beweisen ist ziemlich leer. Einspruch. Diese Stimme. Ich kann mich noch nicht gewöhnen, dass das Phoenix Wrights Stimme ist. Ich mochte die Originalstimme lieber. Da wäre ich mir nicht so sicher. Euer Ehren? Als Sie das Geheimzimmer untersuchen ließen, erinnern Sie sich, dass ich eine zusätzliche Untersuchung gefordert habe? Ach ja, ich habe Ihre Memo dazu hier vorliegen. Flasche unter dem Klavier am Borschtspott hervorholen. Und das hier ist eine der fraglichen Flaschen.
Im 3DS hatte er noch die richtige Stimme. Alle Stimmen wurden in der Trilogie nochmal geändert. Ja, Tatsache macht das dann Sinn, weil man wahrscheinlich die Sprecher nicht mehr gekriegt hat oder keine Ahnung. Beziehungsweise offensichtlich nicht gekriegt hat, aus verschiedenen Gründen vielleicht. Und man wahrscheinlich der Meinung war, dass die Qualität der 3DS-Soundfiles nicht ausreichend ist. Nehme ich jetzt mal an. Wobei, das ist keine Entschuldigung, weil wir hatten ja eine Ace Attorney-Trilogie, wo die Stimmen ja auch dementsprechend waren. Ach, macht jetzt auch keinen Sinn. Es sind halt andere Stimmen, kann ich jetzt nicht ändern. Und das hier ist eine der fraglichen Flaschen. Hm. Was werden Sie auf der... Was werden Sie auf der jetzt auch Fingerabdrücke... Was werden Sie... Mann! Was werden Sie auf der jetzt auch Fingerabdrücke sichern? Es würde mich überraschen, wenn außer seinen noch andere Abdrücke drauf wären. Mr. Gavin würde wohl kaum einen solchen Anfängerfehler begehen, oder? Auf dieser Flasche werden überhaupt keine Spuren sein. Sag mal, Apollo. Ja? Warum untersuchst du die Flasche nicht einfach mal? Aber warum? Mach mir bitte die Freude. Mr. Wright. Diese Flasche wird den Fall ein für alle Mal lösen. Was? Das ist ja eine tolle Flasche. Was soll ich jetzt untersuchen? Die Karte! Da ist etwas in der Flasche drin. Schraub, schraub, schraub. Was ist das? Diese Karte. Das kann nicht sein. Erinnere dich mal an die Aussage dieser unerträglichen Frau. Die von Miss Olga Orly? Ja. Unsere kleine, schwindelnde Devotschka. In dieser Nacht brachte ich die Karten wieder geplant ins Spiel. Und Wright verlor mit seinem letzten Blatt, wie geplant. Dann durchsuchte Smith ihn. Aber die Karte war futsch. Die Falle hatte versagt. Moment. Das ist nicht... Behaupten Sie etwa, dass das die untergeschobene Karte ist, die Sie entsorgt haben? Die Sie in Ihrer Aussage erwähnt haben? Ich habe zufällig mit der Hand in die Tasche gegriffen und die Karte gefunden. Ja, ich habe sie flüchtig angesehen und erkannt, dass sie die Herz 5 war. Ich habe mir gedacht, es wird was passieren und die Karte entsorgt. Vor dem Spiel. Entsorgt? Wohin? Neben mir befand sich eine Flasche Traubensaft, die ich ausgetrunken hatte. Ich habe die Karte in die Flasche gesteckt. Die Herz 5. Das ist die Karte. Die Flasche wurde in jener Nacht vertauscht. Und dafür kommt nur die vierte Person in Frage, die in jener Nacht im Club war. Sie! Mr. Christoph Gavin! Oh mein Gott. Da war das Borscht nochmal. Das ist alles. Ist das Ihre Vorstellung von Rache, Phoenix Wright? Rache? Rache für den Verlust Ihrer Anwaltsmarke vor 7 Jahren? Ich wusste, der Haarschnitt kommt mir bekannt vor. Meine Vergangenheit ist wie meine Logik, klar und wahr. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe nur mit dem Finger der Gerechtigkeit in die richtige Richtung gezeigt.
Na schön. Ich bin froh, dass wir diese kleine Auseinandersetzung hatten, Wright. Das ist Wahnsinn. Und was ist mit mir? Darf ich jetzt keinen mehr anklagen? Ich glaube, jetzt sind wir endlich am Ende unseres Prozesses angelangt. Mr. Payne, haben Sie einen Bericht über Christoph Gavin für uns? Er hat alles gestanden. Wir stellen gerade seinen Haftbefehl aus. Verstehe. Dennoch muss man sich fragen, warum er so etwas gemacht hat. Er stand nicht einmal mit dem Opfer in Verbindung. Oder doch? Nicht, dass wir wüssten. Mr. Wright, haben Sie noch etwas anzumerken? Es tut mir leid, aber ich kann auch nicht mehr Licht in die Angelegenheit bringen. Was das Opfer, Mr. Shady Smith, betrifft, den werden wir wohl in einem anderen Fall nochmal wiedersehen. Vermute ich. Ich meine, als Beruf war bei ihm Reisender angegeben. Gewiss, ein etwas seltsamer Beruf, aber das ist alles, was wir über ihn wissen. Ich werde Folgeermittlungen fahren lassen, euer Ehren. Gut, Mr. Wright. Ja? 7 Jahre. Und Sie haben nichts von Ihren Fähigkeiten eingebüßt. Christoph Gavin war ein Mann, der große Bedeutung für mich hatte. Sowohl als Freund, als auch als Liebhaber und als Anwalt. Er war äußerst talentiert. Das steht außer Frage. Er erinnert mich irgendwie an jemanden. Ich habe zwei Dinge gebraucht, bevor ich ihm gegenübertreten konnte. Erstens ein Platz, an dem Ungerechtigkeit keine Chance hat. Diesen Gerichtssaal. Zweitens einen Mann, bei dem Ungerechtigkeit keine Chance hat. Anders ausgedrückt, ein Verteidiger. Dich, Apollo. Mich? Unserem Rechtssystem stehen dunkle Zeiten bevor. Unser eigenes Gerichtssystem sorgt für eine Verdrehung der Gerechtigkeit. Wir müssen das in Ordnung bringen. Mr. Wright. Vor uns liegt viel Arbeit. Und was mich betrifft, ich freue mich darauf. Nun, das ist wohl ein guter Moment, um ein Urteil zu verkünden. Dieses Gericht befindet den Angeklagten, Mr. Phoenix Wright, nicht schuldig. Payne ist so eine Wurst. Der ist immer wieder jemand, der im ersten Fall generell völlig egal ist. Ja, das stimmt. Beides. Die Sitzung ist geschlossen. Es gibt übrigens einen Grund, warum ich ihn nicht mit der Edgeworth-Stimme gesprochen hatte, weil ich am Anfang nicht sicher war, ob er nicht grundsätzlich immer jetzt dabei ist. Oder meistens dabei. Weil in den Bildern, die am Anfang eingeblendet waren, haben wir erstens einen Strafverteidiger gesehen, der eine sehr ähnliche Frisur zu diesem... nicht Strafverteidiger, einen Staatsanwalt gesehen, der eine sehr ähnliche Frisur hatte wie der gute Herr Gavin, deswegen nehme ich mal an, das ist kein zukünftiger Staatsanwalt, sondern vielleicht jemand aus dem ursprünglichen Fall. Das heißt, Gavin hat die Seiten gewechselt, sozusagen. Aber das werden wir sehen, ob ich da richtig liege. Aber auf jeden Fall wusste ich halt nicht, ob er dauerhaft jetzt dabei ist oder die meiste Zeit dabei ist. Und inwiefern Miles Edgeworth nochmal auftauchen wird. Deswegen wollte ich vorsichtshalber lieber ihm eine andere Stimme geben, damit ich für Miles Edgeworth seine klassische Stimme noch habe. Danke, Apollo. Du hast dich durchgesetzt, genau wie ich es mir gedacht habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin gar nichts gemacht habe. Nein, dein Gegner ist erstens ein anderer, halb... Und ich finde diese Person unglaublich toll.
weil er nicht so ein Typ ist, der öfter versuchen will zu tricksen. Das klingt so nicht nach Staatsanwalt. Aber ich bin gespannt, wer der Staatsanwalt sein wird und was sein weirdes Ding ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin gar nichts gemacht habe. Sie waren doch derjenige, der Mr. Gav den Mörder in die Enge getrieben hat. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Er ist ein sehr freundlicher Mann, ich mag ihn. Na, wir werden sehen. Bis jetzt hatten wir noch keinen Staatsanwalt, der nicht irgendwie uns auf dem Kieker hatte. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Du hast es doch heute auch gespürt, oder nicht? Dein Talent. Talent? Ja. Einen Sinn, der mir fehlt. Das wirst du noch früh genug verstehen. Moment. Ich frage mich, ob er damit meint. Ich habe eine Frage an die Zeugen. Sie sagen, sie hätten gesehen, dass der Angeklagte das Opfer geschlagen hat. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Was sind das für seltsame Schwingungen, die ich da empfange? Was war das, Mr. Wright? Die Antwort auf diese Frage musst du schon selbst herausfinden. Die Antwort? Richtig. Heute gab es viele Fragen ohne Antworten. Die meisten davon betrafen Mr. Gavin. Welchen Grund könnte er gehabt haben, einen Mord zu begehen? Vielleicht erfährst du das in den kommenden Tagen. Hä? Moment. Sie wissen es doch nicht etwa schon. Dieses Medaillon ist der Schlüssel. Ich wusste, es ist nicht deine Tochter. Übrigens bin ich dem Mädchen, dessen Foto in ihrem Medaillon steckt, begegnet. Headgirl. Ihre Tochter, stimmt's? Das stimmt. Das ist meine Tochter. Weißt du, du hattest recht mit diesem Medaillon. Hä? Ich habe es ihm in der Nacht, in der er starb, vom Hals genommen. Und unsere verehrte russische Betrügerin hat mich dabei gesehen. Dieses Medaillon gehört ihm. Moment mal, das ist ein Meineid. Und heißt das auch, dass es seine Tochter ist? Sie haben ausgesagt, dass das ihr Medaillon wäre. So etwas habe ich nie gesagt. Hä? Ich habe nur gesagt, dass das Bild meiner Tochter im Medaillon war. Du Schlawiner. Ein feiner Unterschied, aber nichtsdestotrotz ein Unterschied. Und es ist die Wahrheit. Moment mal, aber dann... Warum? Warum hatte das Opfer ein Medaillon mit dem Bild ihrer Tochter um den Hals? Manchmal ist der direkte Weg zur Wahrheit nicht der beste. Habe etwas Geduld. Alter, erzähl's doch! Deine Karriere beginnt doch gerade erst. Tja, wahrscheinlich habe ich gerade meinen Job in der Anwaltskanzlei Gavin verloren. Ich kann es nicht fassen, dass Mr. Gavin in Handschellen abgeführt wurde. Apollo? Ja? Wie wär's, wenn du für mich arbeiten würdest? Ich dachte, du bist kein Anwalt mehr. Hä? Sie meinen in der Anwaltskanzlei Wright und Partner? Ich meine, es gibt keinen Anwalt in meiner Generation, der sie nicht kennt. Das kann ich mir zwar beim besten Willen nicht vorstellen, aber... Moment mal. Aber haben Sie nicht... Sie sind kein... Ach ja, ich habe meine Marke zurückgegeben. Ich bin kein Anwalt mehr. Er hat sie zurückgegeben? Ich dachte, er hat sie verloren. Das heißt, er hat es doch freiwillig gemacht? Phoenix Wright. Was geht nur in dir vor? Jener Vorfall vor 7 Jahren.
Jener legendäre Prozess. Und mittendrin ein einziger Mann. Phoenix Wright. Der Fall nahm ein trauriges Ende und er wandte sich für immer vom Recht ab. Haben Sie jemals daran gedacht, in den Gerichtssaal zurückzukehren? Ich fürchte, ich bin nicht dafür qualifiziert, in einem Gerichtssaal zu arbeiten. Ist dir das beim heutigen Prozess nicht aufgefallen? Es gab ein einzelnes gefälschtes Beweisstück. Manipulierte Beweise? Wovon reden Sie da? Ich spreche von Beweisen, die nicht hätten existieren dürfen. Ein übler Zaubertrick. Er meint das Ass. Ein Beweisstück kam mir seltsam vor. Das stimmt. Es schien, als wäre es irgendwie, zu perfekt. Ich wette, das war der manipulierte Beweis. Sie meinen das ernst, oder? Die habe ich von ihrer Tochter bekommen, Mr. Wright. Ja. Diese Karte hätte man nicht am Tatort finden können. Warum? Weil der Mörder sie mitgenommen hat. Und die falsche Karte dafür liegen ließ. Zu unserem Glück. Das Gericht darf diesen Beweis nicht zulassen. Das ist Betrug. Betrug? Wie können Sie sich da so sicher sein? Ich denke, der Einzige, der das einen Betrug nennen könnte, wäre derjenige, der die echte Karte mitgenommen hat. Der wahre Mörder! Mein Urteil wurde schon vor 7 Jahren verkündet. Dann haben Sie wirklich? Ja. Ich habe diese Karte manipuliert. Ein Blick auf den Tatort hätte genügen sollen, um zu wissen, dass er nicht echt sein kann. Aber Sie können doch nicht so etwas machen und sich dann Anwalt nennen. Ich glaube, das ist der Punkt. Wer bezeichnet sich selbst als Anwalt, Apollo? Es stimmt also. Das Gerücht ist wahr. Vor 7 Jahren... Nichts davon ist jetzt wichtig, oder? Hat eben gerade eine gescheuert? Ich habe ihn geschlagen. Ab hier ist es jetzt deine Geschichte, Apollo. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, die nächste Seite aufzuschlagen. Die Adresse meiner Kanzlei. Schau vorbei, wenn du magst. Mr. Wright. Aber er ist ja auch Phoenix Wright. Wenn er fällt, wird er irgendwann aus der Asche wieder aufersteigen. Wunderschön. Und neugeboren. Ach, was deinen Aufwärtshaken betrifft. Oh mein Gott, ich dachte, er hat nur... Psch. Nein, er hat... Oh mein Gott. Ach, was deinen Aufwärtshaken betrifft. Versuch beim nächsten Mal, nimm das zu rufen. Das verleiht dir mehr Schlagkraft. Das Erbe des Phoenix Wright. Und Apollo, danke für heute. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und mit diesen Worten ging Mr. Wright aus der Tür hinaus. Und so endete mein erster Prozess. Einige Rätsel blieben ungelöst. Und zu der Zeit hatte ich noch keine Ahnung, dass sie alle miteinander verknüpft waren. Jedes Rätsel an jenem Tag war mit einem einzigen logischen Faden verknüpft. Das würde ich schon bald herausfinden. Ich heiße Apollo Justice. Ich bin Verteidiger. So beginnt meine Geschichte. Ende. Der Trumpfwandel. Auszeichnung erhalten. Möchtest du deinen aktuellen Fortschritt speichern? Ja.
Ich würde sagen, wir gehen zum Titelbildschirm zurück. Weil das war's für heute, aber ich will mir noch was angucken. Weitermachen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Das nächste wäre das... Oh! Wen sehe ich da? Den meinte ich übrigens. Der sieht sehr ähnlich aus wie Gavin, oder? Ja, okay. Dann machen wir weiter. Einer geht noch. Es ist noch früh am Abend. Einer geht noch. Okay. Automatisches Speichern. Interessant. Ja, ich möchte. So. Ach, halt. Nee. Halt. Wir müssen erstmal eine Aufnahmestopp machen. Aber ja. Es geht gleich weiter. Also. Erstmal jetzt. Tschüss für YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Apollo Justice. Nicht weglaufen. Tschüss.